Hallo Dino, hallo J-Gamer, hallo Pictolator, hallo Sakura, hallo JP, hallo Itako, hallo JJ, hallo Dick, hallo Toby, hallo Aaron, hallo Maikin, hallo Atorian, hallo Selet, hallo Isui, hallo Hannes, hallo Superius, hallo Happens, hallo Angel, hallo Lennart, hallo Brain und hallo Tempelritter. Weiß jemand, ob ich die irgendwie diesen dummen Rückblick jedes Mal ausschalten kann? Dieser Tagebuch-Rückblick? Es geht, jetzt geht's. Okay. Wir haben J-Gamer mit einem Forstelka. Wir haben JJ mit einem, es tut mir schrecklich leid, Pantimos. Niemals das Spiel ausmachen. Mhm. Drarot, hi, du bist ein Ampharos. Hallo Manik, ich meine das hier, der jüngste Verlauf deines Abenteuers. Muss das jedes Mal kommen? Ich glaube, bei Diamant ist es zumindest so, dass es nur kommt, wenn du lange nicht mehr das Spiel gestartet hast. Hisui, du bist ein Olini. Hallo Dino, du bist ein Pantifrost. Weil es das Einzige, was dafür sorgt, dass ich B drücken muss, anstatt die ganze Zeit A. Es wäre schön, die ganze Zeit nur A drücken zu müssen. Letztes Fullprint Forstelka gezogen, habe wieder angefangen, die Karten zu sammeln. Das tut mir leid, dass du der Sucht wieder verfallen bist. Was können wir tun? Sollen wir eine Intervention machen? Sollen wir zu dir kommen und alle Karten zerschneiden? Hallo Epic. Meine Frage, was brauche ich, um bei strahlender Diamant Arceus Shiny zu handeln? Du musst das Spiel Legends Arceus haben und in Legends Arceus Arceus gefangen haben. Oder? Oder zumindest die Arceus Quest haben. Ich glaube, du musst Arceus, also die Arceus Quest in Legends Arceus gemacht haben. Die du erst machen kannst, gefangen ja, die du erst machen kannst, wenn du das komplette Spiel quasi 100% hast. Also spiel sau viel Legends Arceus, sorg dafür, dass du jeden Pokédex-Eintrag hast und dann kannst du die Arceus-Quest machen, dann kannst du Arceus fangen und dann kannst du zu Arceus in BDSP, wenn du diesen Speicherstand auf der Switch hast. Und dann kannst du Arceus auf der Treppe oben resetten. Ich habe ein Video dazu, wie du am besten Arceus resettest, also ich habe das getimed, kannst du dir anschauen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was bei Arceus schneller war. Drarot macht's gerade. Drarot. Aber du hast ein Venikro, also du kannst dich ja gar nicht beschweren. Wenn du Pokémon Home hast und du hast da sehr viele Pokémon, dann kannst du die einfach natürlich rüberholen auf Legends Arceus. Aber ich glaube, du brauchst Level 10, oder? Für die Arceus-Quest brauchst du... Ah, nee, das... Nee. Für Arceus musst du nur jedes einmal haben. Für den Schillerpin brauchst du Level 10 bei jedem. Für Pin. 6,7 in BDSP Resets. Over Odds. Oh nein. Mal schauen, ob wir heute hier Over Odds kommen. Ich glaube nicht. Soft Presets auf der Switch und gerade BDSP Arceus sind absoluter Pain. Ich muss mich mal aufraffen, da weiterzumachen. Ja. Sollen wir eigentlich mal Deoxys fangen, um zu schauen, dass es ständig ein anderes Deoxys ist? Aber eigentlich machen Leute so Soft Resets in dem Spiel. Du
Aber was wir letztens gelernt haben, beim RNG-Manipulieren, ich sollte vielleicht nicht immer sofort... Boah, es ist vollkommen irrelevant, wann ich drücke. Bin jetzt auch dabei, die Oxys zu handeln. Glumpf, wo? Wo tust du es? Ich meine, du kannst es genau genommen nur hier machen, ne? In Gen 3. Hast du Arceus schon gemacht? Ich habe Shiny Arceus, ja. Damals, als es released wurde, habe ich es instant gemacht, nicht aufgehört und das unverschämteste Glück gehabt. Und ich hatte es so ungefähr bei 200. Yep. Aber da habe ich noch nicht Shiny Hunten gestreamt. Deswegen gibt's davon. Also ich habe die Aufnahme, wie es erscheint. Aber ohne meine Reaktion. Also ich habe auf der Switch schnell auf Aufnahme gedrückt. Aber ich habe keine Reaktion. Ich habe mich sehr gefreut. Meine Gen 3 Shiny Starter lassen sich auch Zeit. Feuerrot, Blattgrün. Gut. Ich meine, hier ist es am einfachsten, weil du das Rätsel nicht machen musst. Und die Sprites sind ziemlich 1:1. Ich habe gestern das Deoxys rübergetan auf mein Home. Und da habe ich halt das Deoxys, das Speed Deoxys mit den ganzen Sprites gesehen. Also in Soul Silver und dann in Weiß. Und Mann, sieht Deoxys geil aus in Shiny in den anderen Gens. Das haben sie hier ein bisschen... Also zumindest die normale Form ist hier super hässlich. Diese Hand, die da rausstreckt und es sieht... Keine Ahnung. Deoxys, sie kann sehr viel cooler aussehen als das hier. Kein Bock auf Runaway. Ja. Das ist die You Shall Not Pass Folge. Pose. Ja. Lieber in Usum over Odds als in BDSP. Tja. Das blieb dir nicht erspart. Aber jedes Pokémon in Legends Arceus fangen ist eigentlich nicht so hart. Die einzigen nervigen könnten die halt in Verzerrungen sein. Aber der Rest ist easy. Glaube ich. Hab nur die Smaragd, bleibt mir nur Runaway. Ja. Oder du holst dir ein, vielleicht, weil du, wenn du nicht so viel Geld ausgeben möchtest, ein japanisches Feuerrot. Die sind relativ günstig mit so 30 Euro. 40 Euro. Ein japanisches Feuerrot. Dann verstehst du zwar nicht, was da steht, aber das ist ein günstigeres. Machst du für den Origin Dex eigentlich alles auf Twitch oder arbeitest du auch privat dran? Ich mache alles auf Twitch. Außer es ist irgendwas Langweiliges wie ein Pokémon hochleveln für die Top 4 oder sowas. Aber jetzt gibt's lange erstmal nichts, weil ich erstmal Gen 4 fertig machen muss. Aber ich meine, in Gen 5 wird's nicht so viel geben. Was heißt BDSP? Brilliant Diamond and Shining Pearl. Auf Deutsch wäre es SDLP? Nee. Leuchtender Diamant. LDSP. Strahlende Perle. Leuchtender Diamant, strahlende Perle. Strahlende Perle, leuchtender. Wie rum? Eins von beiden zuerst. Hallo Virox. Aber BDSP ist leichter zu merken als SDLP. SDLP? SDLP. Nein, BDSP. BDSP klingt viel besser. Aber SDLP.
Gen 4 Remakes. Verox, du bist ein Kadabra. Ich habe meine Trinkflasche vergessen. Die steht in der Küche. BDSP. Die Edition, ja, die Gen 4 Remake. Wenn jetzt das Shiny kommt, bist du auf meiner Abschlussliste. Dann wirst du sowas von, dann seht ihr hier jetzt, da ist das Shiny, oh mein Gott, ihr seht es nicht, ah. Dann fliehe ich lieber davon. Ich habe hier das Shiny vor mir, aber ich fliehe lieber, weil ich muss das live hier haben. Wenn ihr es nicht seht, gilt es quasi als nicht gefangen. Ich habe gerade ein Shiny resettet. Danke, J-Gamer. Hast du dir schon mal den Q-Charm-Glitch angeschaut? Nein. Oder wartest du dann auch, bis du in Gen 3 alles hast? Bis ich in Gen 3 alles hab? Achso, du meinst wegen die Shinies, die ich in Gen 3 noch brauche? Weil Gen 3 ist ja durch. Außer, dass ich gerade Gen 3 spiele. Wie lange bist du schon live? Noch ein JJ. JJ, es gibt zu viele JJs. J-Gamer, JJ, JJ. Was habt ihr alle diesen Namen? Wir haben zu viele JJs. JP. Q-Charm schaue ich mir irgendwann an, keine Ahnung. Was war das Besondere am Q-Charm? Wenn man den Glitch macht, dann hat man 20% darauf, dass ein Shiny erscheint. Nene Biene, du bist ein Perlu. Spielst du eigentlich nur Pokémon? Ja. Den Bruder nennt dich immer so. So viele Brüder nennen ihre Brüder JJ. Warum interessiert dich, wie lange ich schon live bin? Das finde ich ist einer der uninteressantesten Stats, die es gibt. Also auch privat meine ich. Ich spiele privat nichts, weil ich keine Zeit dafür habe, privat zu spielen. Wobei ich habe vorgestern die Final Fantasy VII Demo gespielt. Aber als ich die Demo gespielt habe, dachte ich mir, boah, ich müsste eigentlich so viel zocken, diese geilen Spiele, die alle draußen sind. Final Fantasy VII Demo ist sehr geil. Ich hatte die davor schon komplett gesehen, aber ich hatte sie noch nicht selber gespielt. Also ich weiß nicht, wie viel ihr wisst von Final Fantasy VII, aber die Demo hat mich ein bisschen verwirrt, storytechnisch, weil eigentlich macht man das nicht mit Cloud, sondern mit Zack. Wo ist Zack? Keine Ahnung. Zack kommt aber im Spiel vor. Warum ist er da nicht da? Der sollte eigentlich da sein. Was bedeutet, sie haben wirklich auch die Story auch in dem Teil komplett verändert, was okay ist. Weil ich brauche nicht die gleiche Story nochmal, dafür kann ich das alte Spiel spielen. Aber wie binden sie Zack ein, wenn Zack nicht beim Untergang von Nibelheim dabei war? Weil eigentlich ist Zack da. Und warum ist er nicht da? Wo ist er dann? Das wird interessant. Oder es ist ein paralleles Universum. Oder später sagt uns Cloud, hey, das war übrigens nicht ich, der das erlebt hat, sondern Zack. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Oder ich erinnere mich an alles falsch. Aber ich habe erst letztens 7 Reunion gespielt. Und da war man Zack an der Stelle. Und nicht Cloud. Ja. Cloud hat die Geschichte aus seiner Sicht erzählt, weil er sich so dran erinnert. Ja, aber eigentlich wird Cloud Miasma, und nicht Miasma, wie heißt es, halt vergiftet von dem Miasma-Zeug. Cloud hat gefälschte Erinnerungen daran. Ah, weil eigentlich wurde er ja infiziert von dem Miasma-Zeug, von dem grünen Zeug.
Und er war dann die ganze Zeit am Arsch und Zack musste ihn retten. Und dann hat Zack sich geopfert. Also, keine Ahnung. Also, das heißt, seine Erinnerungen wurden geändert und es kommt später erst dann raus. Und dann sieht man, was tatsächlich passiert ist in Nibelheim. Was quasi das Gleiche ist. Nur, dass halt Zack derjenige ist und nicht Cloud. Was kommt dann? Wann kommt das Video zum Origin Dex Gen 4? Fuck, jetzt hast du. Warum musstest du das fragen? Ich habe hier eine Strichliste. Du bist schon die 63. Person, die das fragt. Das heißt, in 63 Wochen. Verdammt, verdammt. Hallo Puma, dankeschön für 43 Monate Prime. Auf was muss ich achten, wenn ich bei eBay mir eine feuerrote Edition kaufen will? Du solltest darauf achten, dass sie original ist. Nein. Der Verkäufer sollte viele Bilder drin haben, auch vom Innenleben, vom Mainboard, also vom grünen Board drinnen. Wenn da keine Bilder sind, kauf's erst gar nicht. Beziehungsweise, wenn da keine Bilder sind, kannst du fragen, ob du Bilder kriegst vom Innenleben. Wenn derjenige keine Bilder schickt vom Innenleben, ist es fake. Und anhand der Bilder vom Innenleben kannst du sehen, ob es echt ist. Da musst du es einfach vergleichen mit Bildern online von echten Spielen halt. Fertig. Und wenn du dann trotzdem ein Fake bekommst, kannst du dein Geld wieder kriegen, weil dann wurdest du belogen. Hallo Reptile. Dann kommt das Video zu Gen 4. 64 Wochen. Wenn du das mit dem Q-Charm wirklich machen willst, nimm eine Trainer-ID für weibliche Shiny-Pokémon. Da haben alle weiblichen die Chance von 20% Shiny zu sein. Bei den Männchen gibt es pro Geschlechterverteilung das Pokémon eine andere Trainer-ID. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Hast du zu dem Glitch ein Tutorial auf YouTube? Welcher Glitch? Von was reden wir? Du hast gerade davor gefragt, wann das Origin Dex Video kommt. Jetzt fragst du ein Glitch auf Tutorial. Welcher Glitch? Stimmt, oh mein Gott, oh mein Gott, die Übung, wie er in die Knie geht, das ist die Zack immer macht. Ich habe mir das die ganze Zeit gedacht, aber ich dachte halt, er macht das, weil Zack sein Vorbild ist. Stimmt, er ist Zack, natürlich, das heißt, man erinnert sich daran, er hat die Erinnerung von Zack in sich drin. Deswegen ist, weil das habe ich mich gefragt, weil, warum alle seine Interaktionen mit seiner Mutter waren so, ne, gezappt, so halt von dieser alternativen Universum Zap, dazwischen gezappt. Auch als sie im Haus ist und sowas. Heißt es, er kann sich deswegen nicht wirklich an die Interaktion mit seiner Mutter erinnern, weil sie nicht wirklich stattgefunden haben? Aber er war ja da. Er war halt nur Nebencharakter. Hab da gestern erst ein Skript zugeschrieben und war selber mega verwirrt. Weil das mit der Mutter war komisch. Wie er mit seiner Mutter umgegangen ist und wie sie dann geredet hat und dann die ganze Zeit so sepp, 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 sepp. Das heißt, aber die Mutter ist ja da und er hat ja seine Mutter bestimmt besucht auch. Er war halt nur nicht der Hauptcharakter, er war halt nicht Zack. Also warum sind die Erinnerungen von seiner Mutter so komisch? Oder ist Zacks Mutter? Weil es gab auch Zacks Mutter, aber Zacks Mutter sieht komplett anders aus. Aber nee, Zack kommt nicht aus Nibelheim. Nee, Zack kommt gar nicht aus Nibelheim. Nee, da ist gar nicht seine Mutter. Ach, kompliziert. Aber das macht das Ganze so geil. Bin sehr gespannt, ob sie irgendwas abändern. Auch ob sie an Eris was abändern. Erisu? Ob sie da irgendwas abändern, dass sie vielleicht nicht, ne? Oder anders? Oder das tiefer. Oh mein Gott, stell euch vor, tiefer wird einfach umgebracht. Einfach, um es anders zu machen. Wie gefällt dir das Leben in Irland und gibt es etwas, was du besonders cool und oder uncool findest? Einiges. Wie viel Zeit hast du? Ich freue mich drauf. Es ist halt schon echt bald soweit, ne? In 2 Wochen.
Es sieht fast zu groß aus, das Spiel. Ich bin gespannt, ob man jetzt diesen Nibelheim-Time nochmal spielen muss, wenn man die Demo gemacht hat. Ich glaube nicht. Bei 16 waren sie auch smart genug. Ein Pokémon Kolosseum stützt ab, sobald ein Pokémon die Attacke Psystrahl einsetzt. Was? Hast du irgendwas gecheatet in dem Spiel? Hast du deine Disc mal sauber gemacht? Hast du den Laser mal sauber gemacht? Hast du in deiner GameCube die Intensität des Lasers mal umgestellt? Keine Ahnung, ob das daran liegen könnte. Das ist halt auch so ein Punkt, warum er Tifa Cloud nicht erkannt, obwohl sie zusammen aufgewachsen sind. Das habe ich mich auch gefragt. Ich konnte mich halt nur nicht mehr dran erinnern. War es im ersten Remake so, dass als er so halt, wie war das nochmal erst mit Barrett und dann kommt er zurück, aber da ist doch Tifa auch schon dabei. Ist Tifa da schon dabei, als sie den anfangen? Aber ja, ich glaube, sie sind das erste Mal in der Bar und dann steht sie da an der Bar und es ist nicht so von wegen, hey Cloud, sondern komplett neu. Vielleicht ist es wirklich ein anderes Universum oder es ist halt einfach die Demo, die komplett losgelöst vom tatsächlichen Spiel ist. Das macht auch keinen Sinn. Das ist die Original-Disc von damals, dann machen wir alles schön sauber. Habe immer Zeit, bin ja im Homeoffice. Cloud trifft Tifa im Seventh Heaven wieder. Genau, und dann gehen sie zusammen auf diese, von wegen, wir kaufen ein hier, wir gehen Waffen und so. Guter Punkt. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Die Demo ist quasi Kapitel 1. Ne, irgendwas davor muss noch kommen, weil wir haben nicht wirklich gesehen, wie sie dahin kommen, wo sie sich gerade befinden. Irgendwas muss davor noch kommen, dass man, weil sie sind ja raus aus Ding mit einer. Mit einer? Nee. Das ist Zelda. Midgard. Sie sind ja raus. Und dann kommt wahrscheinlich die Sequenz, dass die Leichen von ihnen gefunden wurden. Und sie sind aber entkommen. Und dann müssen sie in irgendeinem Inn stoppen, wo er die Geschichte erzählt. Also ein bisschen was muss davor noch kommen. Das kommt im DLC vom Remake. Naja, ein bisschen. Ich fände es komisch, wenn das Spiel so startet. Da muss noch irgendwas sein. Aus dem Nichts auf einmal erzählte dir irgendwas. Zumindest eine Cutscene muss kommen, meine ich. Wolltest du Deoxys nicht fangen, um zu schauen wegen Stats? Der ist bringt gar nichts. Wally, kannst du spezifischer fragen? Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, über sowas zu reden, wenn das alles ist. Du fragst gerade, wie mein Leben ist. Ich versuche gerade bei Karmesin den Shiny Dex voll zu machen. Weiß jemand, wann oder ob irgendwann die Legis als Shiny kommen? Die Legis kommen nicht als Shiny, sie sind Shiny Locked. Und wann und ob kann keiner wissen. Wenn, dann sind das Eventverteilungen, wo du einfach eine E-Mail hinterlegen musst und dann kriegst du das Shiny geschickt. Aber im Spiel wirst du keine Legis Shiny hunten können. Gute Frage, oder? Nee, ich krieg die Frage die ganze Zeit gestellt. Und deswegen, ich will nicht jedes Mal das Gleiche erzählen. Deswegen frag doch spezifischer, was interessiert dich an Irland? Willst du hier auch leben? Hallo Grantik. Ja, JP, ich weiß, du kannst jetzt auch viel schreiben, aber ich check das alles nicht, weil ich es gerade auch nicht checken will. Ich habe keine Ahnung vom Q-Charm. Aber ich werde mich vielleicht daran erinnern, wenn ich vielleicht irgendwann darüber mich informiere. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es cool finde, dass man die Wahrscheinlichkeit in dem Spiel erhöhen kann.
Es hört sich nur cool an, wenn der Glitch selber interessant ist und Spaß macht. Was steht da noch, wenn du live gehst? Pipo Clap. Pipo Clap in den Chat. Hallo Thorax. So, ich bin morgen, übermorgen nicht da. Ich muss Pipo Clap aber richtig schreiben. Ich bin morgen, übermorgen nicht da. Ich bin in Barcelona. Und weil ich habe gehört, da gibt es ein Shiny Deoxys im Pokémon Center Barcelona. Deswegen gehe ich dahin und hole mir ein Shiny Deoxys ab. Sehe ich euch da? Passiert was, wenn man das schreibt? Ja, siehst du über dir. Auch du hast es falsch geschrieben. Hallo Kira. Muss mal schneller resetten hier. Ich hätte gerne ein Pokémon Go Geschenk aus Barcelona. Nein. Was? Ich glaube nicht, dass ich Pokémon Go überhaupt aufmachen werde. Warum wollt ihr, was ist daran besonders an den Geschenken in Pokémon Go? Warum wollt ihr die? Was ist, sammelt ihr die? Also warum? In Feuerrot der gleiche Glitch wie in Smaragd? Quasi, ja. Bisschen was muss man anders machen. Wenn du von Pommek redest. Ob ich selbst dort leben würde, weiß ich noch nicht. Mich würde aber interessieren, an welcher Stelle man für einen Kurzurlaub super wandern könnte. Kurzurlaub solltest du einfach nach Dublin. Und dann kannst du von Dublin aus Busse nehmen, überall hin, wo du willst, weil das ganze Land ist ein Wanderland. Also du kannst hier überall. Loch Ness ist Schottland. Geografie-Idiot. Und dann. Aber tatsächlich heißen die Seen Loch. Das wird anders geschrieben. Und genau, du nimmst einfach zum Beispiel. Gibt es die Wicklow Mountains. Das heißt, du bist einfach in Dublin, guckst dir vielleicht einen Tag Dublin an oder am Abend schaust du dir Dublin selber an und untertags gehst du einfach mit dem Bus oder mietest dir und dir ein Auto und fährst eine Stunde raus, eine halbe Stunde, je nachdem wo du bist, je nachdem wo du hin willst, in die Wicklow Mountains zum Beispiel, gehst da wandern, gehst zum Guinnesssee oder gehst ein bisschen weiter mit dem Bus, ich weiß nicht wie lange es dann dauert, wahrscheinlich anderthalb, zwei Stunden oder so, zu den Cliffs of Moher. Wanderst an den Cliffs of Moher. Und easy. Wohnst du in Schottland? Ah. Also wandern ist hier ganz, ganz easy und einfach und alles auch super, super schön. Du musst nur Glück mit dem Wetter haben. Aber das Wetter ist oft schön. Die Leute unterschätzen, also die Leute denken, dass hier alles so grau ist, aber ist es gar nicht. Aber öfter. Ende der Woche kommt der GB Operator. Hab einen Freund gefragt, der hat noch Bank, der kann mir das dann auf Home machen. Da bin ich immer nicht ganz sicher, ob das so einfach geht, Pascal, weil dein Kumpel hat nicht deinen Account. Du kannst nicht einfach den Account wechseln an einem DS. Du müsstest quasi den Benutzer von deinem Kumpel löschen auf dem DS. Und dann dich anmelden auf dem DS. Das kannst du aber erst, wenn du dich auf deinem DS gelöscht hast. Kurz gesagt, es kann immer nur ein Account existieren. Überall. Hallo Dakuma. Hallo Anne.
Also du kannst nicht einfach. Oder der Kumpel tradet es auf sein Home hoch und tauscht es dann. Ja, du kannst dein Spiel bei deinem Kumpel reintun und dein Kumpel muss es dir dann zurücktauschen, sobald es auf Home ist. Stimmt. Das hatten wir schon mal so besprochen, ne? Ja, ja. Okay, ja, so funktioniert's. Beim Übertragen von Bank auf Home kann er einfach den Code eingeben und die empfangen? Nö, kann er nicht. Weil es ist ein anderes Profil. Du kannst dich einfach von auf Home die Pokémon von jemand anderem empfangen. Das geht nicht. Der Code ist komplett sinnlos. Der Code ist einfach nur eine zusätzliche Sicherheit, aber ist nicht. Aber der Code, also ich kann euch meinen Code geben und ihr könnt trotzdem nicht die Pokémon empfangen. Doch, das geht, aber dann nicht so, wie ich es gerade gesagt habe. Irgendwie ging das. Nur mit dem Code nicht, es muss irgendwie schon übereinstimmen. Doch, das geht. Und ihr Gen 1 geschickt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier meinen Code gezeigt habe, hättet ihr den Code bei euch eingeben können und hättet ihr die Pokémon empfangen? Never. Da müssen irgendwelche Bedingungen noch gegeben sein. Wie viele Probleme hattest du mit dem irischen Akzent? Gar keine. Irischer Akzent ist sehr schön. Dialekt eher. Muss das nicht lokal sein? Also Absender und Empfänger nahe beieinander? Nee. Weil... Nee, glaub nicht. Das heißt, du hast einfach eine Übertragung gestartet auf deinem DS, hast dann den Code eingegeben von Danus Switch, die nicht mal in Deutschland ist, sondern in der Schweiz. Dann hat die einfach auf ihrem Home deine Mons empfangen? Ich glaube, ich hatte das mal getestet und das geht nicht. Machst du eine Art Meet and Greet, wenn du in Berlin bist? Nein. Nein. Hallo Thomas. Kann man alle Formen von Deoxys Shiny hunten? Ja. Der irische Akzent, also ich habe allgemein kein Problem mit Akzenten, keine Ahnung, also sie zu verstehen. Natürlich ist es oft manchmal schwer. Ich gucke viele Sachen, also so gut wie alles auf Englisch. Und ich verstehe einfach sehr gut Zeug. Ich kann nicht so gut sprechen, aber ich verstehe alles, auch jeden Akzent, jeden Dialekt. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Aber zum Beispiel immer, wenn wir irgendwo sind und dann redet jemand mit uns, zum Beispiel, keine Ahnung, bei McDonald's du bestellst was, dann fragen die dich noch irgendwas. Ich verstehe die immer sofort und Rosa muss dreimal nachfragen. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich hab da kein Problem. Aber hast du jetzt Blut geleckt, meine ich? Nö. Hallo Farsky. Hallo Marco. Habt ihr Blut geleckt? Morgen kommt das RNG-Manipulationsvideo. Es ist schon auf Patreon. Farsky hat es vielleicht schon angeschaut. Marco hat es vielleicht schon angeschaut. Das neue RNG-Manipulationsvideo. Ich hoffe, es gefällt euch. Es kommt morgen Mittag raus. Aber die Patrons kriegen hier werden natürlich besser behandelt.
Muss heute ins Büro, du Arme. Der Code wird generiert in Pokémon Home. Du musst den Code kriegen und in deinem 3DS eingeben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das hier live gemacht habe, hätte jemand von euch einfach den Code nehmen können? Ah, nee, das geht ja nicht. Ah, deswegen ist es auf Home. Weil da der Code auf Home generiert wird, könnt ihr den nicht einfach klauen. Weil ihr wollt es ja selber auf Home bekommen. Quasi, es würde nur gehen, ich könnte euch die Mons klauen. Nee. Ihr könntet mir nur dadurch Mons geben. Weil ihr könnt dann mein Home eingeben und da wird es dann hingeschickt. Stimmt, deswegen kann man das gar nicht klauen. Voll gut gemacht. Ich wollte es gerade anschauen, aber dann bist du live gegangen. Ich habe den Pommerglitch probiert, aber der Schritt mit dem 1 KP auf 0 KP senken funktioniert nicht. Ich habe es mit dem Upsoul und dem Zigzags probiert. Woran könnte es liegen? Weiß ich nicht. Folge dem Video 1:1. Ich habe in dem Video das ganz genau erklärt. Kann sein, dass dein Upsoul und dein Zigzags einfach nicht die richtigen KP haben. Habe ich ja im Video erklärt, dass du ein Pokémon nehmen musst mit extrem viel KP. Schau dir das Video an und mach es exakt so. Im Zweifel nimmst du exakt die gleichen Mons, die ich im Video genommen habe. Ich kann da nicht mehr sagen, als dass es funktioniert. Sehr viele Leute haben es nachgemacht. Wenn es nicht funktioniert, musst du es nochmal machen, genau so, wie ich es gemacht habe. Toffer, dankeschön für deinen Prime. Der Code wird von deinem Home für dein Home generiert. Heißt, der Code wurde bei XY nicht generiert und geht nicht. Keine Ahnung. Ich denke, ich probiere es mit meinem Hariyama. Das sollte genug KP haben. Schau dir das Video nochmal an. Ich sage das da ganz spezifisch. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was die Bedingungen waren. Aber du solltest mindestens 10 KP EVs auf deinem Pokémon drauf haben. Hallo Schexe. Meet and greet. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin, glaube ich, nur 3 Tage in Berlin und in der Zeit besuche ich all die Freunde, die ich in Berlin kenne. Außerdem keiner will mich treffen. Beziehungsweise ich will nicht, dass mich jemand treffen mag. Ich werde beschäftigt genug sein mit dieser hässlichen Stadt. Sorry. Doch ich wohne in Berlin. Shame of Game ist da. Hallo. Bye, Toffer. Bei mir war das Problem, ich habe das Vmeo schon transferiert auf VG. Daher muss ich mir was Alternatives suchen. Okay. Okay, wenn du das nicht willst, das ist was anderes. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt Zeit habe. Und ich stelle mir das halt super unangenehm vor. Ich meine, wenn es ein Setting ist, von wegen, hier ist eine Convention und ich bin da, dann klar, aber ist es nicht super seltsam? Es lag übrigens an der Disc, der Fehler, dass Kolosseum abgestürzt ist. Wenn ein Pokémon Psystrahl eingesetzt hat, ist jetzt weg. Hab die sauber gemacht und jetzt geht's. Nice, Jack. Endlich wurde deine CD mal nach 20 Jahren sauber gemacht. DVD. Warum stimmt wirklich 20 Jahre deine arme GameCube?
Berlin ist so eine Schmutzstadt. Findest du CDs besser oder Karten? Ich finde digital am besten. Ich will nichts von alledem. Ich finde es so nervig, dass ich die ganze Zeit für Gen 3 und Gen 4 die ganze Zeit das Spiele ausgraben muss und die reinstecken muss. Und dann muss ich wechseln und dann das und dann weiß ich nicht mehr, wo das ist. Und dann stecke ich es da rein. Ah. Lass mich doch einfach alles auf dem System haben und einfach draufklicken. Also sammeln ist natürlich schön. Echte Spiele in der Hand zu halten und zu sammeln ist natürlich cool. Aber wenn es einfach ums Spielen geht, dann will ich die einfach nur haben auf dem System drauf und nicht einlegen müssen. Deswegen habe ich auch, außer jetzt die Pokémon-Spiele natürlich, habe ich kein physisches Spiel mehr gekauft seit, ich glaube, 4 Jahren. Das letzte physische Spiel, was ich gekauft habe, war, glaube ich, Mario Kart oder so. Nee, nicht mal Mario Kart. Mario Smash, glaube ich. Mario Smash. Aber digital kann man nicht wieder verkaufen. Das ist manchmal ein Nachteil. Warum will ich denn meine digitalen Spiele verkaufen? Ich habe noch nie, doch damals als Kind, um von der N64, ich habe meine N64 inklusive Spiele verkauft, um die PS2 zu kriegen. Das ist, glaube ich, das letzte Mal, dass ich Spiele verkauft habe. Ich habe auch noch alle meine DVDs von damals. Ich will die gar nicht verkaufen. Wenn du könntest, würdest du Mario Kart verkaufen? Nein. Es gibt Vorteile, die Cartridges haben, klar. Aber es gibt genug Vorteile und für mich mehr Vorteile, die digitale Spiele haben. Ich muss das Spiel nicht wechseln. Das mit dem Umweltfaktor weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube schon, dass es umweltgesünder ist, kein Plastik zu produzieren. Auf der anderen Seite die Server, die die Spiele haben müssen und dann runtergeladen werden, die müssen auch funktionieren und das ist auch nicht zu unterschätzen, was es so kostet, wenn man ein Spiel runterladen muss, was viele Gigabytes hat. Auf der anderen Seite, die Spiele haben eh alle einen Server, der aufrechterhalten werden muss, die meisten Spiele. Ja, keine Ahnung. Schonender. Hallo, ich bin ein Riesenfan und schau dir das erste Mal zu. Hallo, Anpilon. Du bist nur wegen deinem Studium in Berlin. Wenn das vorbei ist, bye bye. Ich kenne nicht viele Leute, die Berlin schön finden. Aber ein paar. Umweltfreundlicher. Freundlich ist das Wort, genau. Hast du aber nicht die Sorge, dass die Spiele irgendwann weg sind? Digital kann ja weg sein irgendwann, aber wenn du es direkt hast, kann dir keiner was. Nee, habe ich keine Angst, weil ich glaube, wenn die Spiele alle weg sind, haben wir größere Probleme, weil das bedeutet, die Welt geht unter. Da bin ich wahrscheinlich auf der Suche nach Essen. Anstatt Final Fantasy spielen zu wollen. Und man kann sie am Release um 0 Uhr spielen. Ja, das sehe ich aber eher als Nachteil, weil meistens bekommen die Leute, die ein physisches Spiel gespielt haben, gekauft haben, das einen Tag früher. Amazon liefern die Spiele meistens einen Tag vorher. Aber wenn du Pech hast, kriegst du es erst 3 Tage später. Also ja, ich kann zumindest das Spiel in dem Moment spielen, wenn es rauskommt. Aber viele können es eben auch früher spielen. Das kann ich immer nicht. Ich habe keine Angst, dass die Spiele irgendwann weg sind. Also die einzige Situation eben, wo die Spiele weg wären, wäre, wenn das Internet ausgeht. Und dann geht die Welt unter. Und ich glaube, dann habe ich andere Probleme, als dass ich mein Legends Arceus nicht mehr spielen kann. Und dann habe ich immer noch einen Schrank voller Spiele, die ich spielen kann. Ich glaube, ich habe 300 Spiele im Schrank oder so. Aber halt alles PS3 hauptsächlich. Und DVDs. Weil solange das Internet existiert, werde ich immer Zugriff auf Spiele haben.
oder Nintendo sagt, sie entziehen alle Lizenzen den Spielern, dann habe ich danach trotzdem immer noch Zugriff auf alle Spiele, solange ich Internet habe. Weil es wird immer ein Archiv geben von sowas. Oder was man auch natürlich machen kann, ist, sobald man weiß, dass sowas sich anbahnt, was man ja meistens tut, wenn es sich um sowas handelt, wie Nintendo würde sagen, sie nehmen uns alle digitalen Spiele weg, dann hätte ich immer noch genug Zeit, all diese digitalen Spiele zu sichern. Und außerdem passiert es eh nicht. keine Ahnung, für mich, ich habe viel mehr Vorteile davon, alles digital zu haben. Und noch schöner wird's, sobald wir irgendwann mal eine Cloud haben mit Spielen, so wie Netflix. Und dann haben wir noch nicht mal das. Dann borgen wir uns einfach nur die Einsen und Nullen aus dem Internet in Echtzeit. Wenn es down geht, muss alle deine Raums retten. Ja, ey, stellt euch mal was vor. Es wird irgendwie verkündet, dass das Internet abgeschalten wird. Die Leute würden erstens CDs und Magnetband und was es nicht alles geht, kaufen ohne Ende. Die Leute werden so rich werden, die das verkaufen. Dann würden die Leute so viel Bandbreite dafür benutzen, um all das Internet sich auf CDs, DVDs und kleine Chips zu ziehen und sowas. Was denkst du, wie wahrscheinlich ist es, dass Let's Go Yota im Pokémon Day angekündigt wird? 0,0000000%. Ich mach noch nicht mal eine 1 dazu. Minus 1000%. Ich habe heute einen TikTok gesehen, ich hätte am liebsten so viele Schimpfwörter dem in seine Kommentare reingeschrieben. Ich verstehe manchmal, wie Leute Hater sein können. Ich liege im Bett, scroll durch TikTok, wie jeden Morgen. Und dann kommt so: Die unfassbarsten Leaks wurden nun, keine Ahnung, die Pokémon Leaks. Und dann ewig lang, ich dachte mir so schon, sag jetzt nicht Let's Go Meryl und Let's Go, was war das andere Quatsch? Nee, nicht mal eben Meryl. Let's Go Felino und Let's Go Pichu? Wehe, das kommt jetzt. Wehe, du zeigst dieses eine Logo jetzt. Wehe, wehe, wehe. Und dann kommt tatsächlich Let's Go Pichu und Let's Go, wie heißt Felino? Aber es ist Togepi. Togepi und Felino. Und ich bin so sauer geworden. Wie so ein Idiot wissentlich falsche Informationen verbreitet. Weißt du, da gibt es coole Leute, die einfach so aus Spaß diese Bilder bauen und schreiben das in ihren Tweets dann sogar dazu. Hey, was wäre wenn? Haha. Und dann nehmen das Leute und machen News daraus, die dumme Menschen glauben und dann zu mir kommen und mich fragen. Nein, nicht, dass du das jetzt bist, dass du das jetzt denkst oder sowas. Aber nein, 0,0%. Wenn ein weiterer Let's Go verkündet wird in 2 Wochen, schenke ich hier 50 Subs. Wie läuft es mit Gen 4 für den Origin Dex? Ich bin dabei, das Skript dafür zu schreiben. Ich habe schon die ersten 5 Zeilen. Das habe ich auch schon was gelesen, sogar mit Pokéball Plus, mit Celebi. Ja, Leute nutzen es halt einfach aus und machen sich schöne Grafiken und dann veröffentlichen die sie. Man muss doch nicht mal dazu schreiben, dass es nicht fake ist. Die Leute können dazu schreiben, dass es fake ist. Irgendwelche dummen News-Seiten werden trotzdem einfach so tun, als ob es echt ist, um Klicks zu kriegen. Hallo Pirate Girl. Was? Aber mein Feed hat behauptet, es wäre ganz klar eine Fusion aus Gen 2 und XY. Hm. Es kommt kein Let's Go, weil ein Gen 5 Remake kommt. Das Gen 5 Remake kommt erst in 2 Jahren. Oder am Ende dieses Jahres. Pokémon braucht aber etwas, was jetzt rauskommt. Es wird irgendwas verkündet, was jetzt rauskommt, in den nächsten 1-2 Monaten. Das Schwarz-Weiß kommt, ist klar. Das wird nichts Spannendes sein. Aber was ist das andere, was kommt? Nicht Let's Go?
nicht Legends. Irgendetwas Cooles vielleicht, das wir noch nicht kennen. Oder etwas extrem Langweiliges. Danke, Kimi. Was zu Gen 2 ist wegen 25 Jahre Gen 2 am wahrscheinlichsten? Mhm. So wie wir jeden Monat ein Jubiläum von Pokémon-Spielen haben, meinst du? Du kannst jeden Monat auf Serebii gucken und es ist ein Jubiläum von irgendeinem Spiel, weil es so viele Spiele gibt. Nur weil wir jetzt ein Jubiläum von Gen 2 haben, heißt das nicht, dass Gen 2 kommt. Es kann sein, aber das ist nicht der Grund. Genauso kannst du jeden Tweet von Pokémon auseinandernehmen, den sie seit 3 Monaten machen und sagen, oh, das ist ein kleines Zwinkern auf das, was kommt. Wie letztens haben sie Reshiram, Bild von Reshiram gepostet. Gen 5! Am nächsten Tag haben sie ein Bild von Pikachu gepostet. Gen 1! Ich wurde letztes Jahr 35, da gab es auch kein Remake. Genau. Hallo Dave. Ja, irgendein kleines Event für Kapu werden sie auch sagen. Und wenn es sowas Langweiliges ist wie Azuglades und Crimanzo. Ich meine, gerade haben sie sich ja irgendwie auf Azuglades eingeschossen. Keine Ahnung warum. Johto war am längsten nicht mehr da. Aber auch nur... Wobei, ja. Pokebug 3. Hallo Curry. Weiß nicht, was wirklich für Johto spricht. Aber... Ja, keine Ahnung. Dann könnte man auch sagen, sie werden Victini in Shiny verkünden. Weil das ist das einzige Shiny, das am längsten nicht Shiny ist. Ja, Mauri, ich hab's auch gesehen. So, du hast lustig drunter geschrieben, du dummer Cheater, bei meinem Deoxys-Video. Und dann Mika hat drunter geschrieben, warum ist das Cheaten? Lass ihn doch in Ruhe. So ähnlich, weiß ich nicht genau. Nicht lass ihn in Ruhe, aber sie hat ernst genommen, was du geschrieben hast. Aber klar, warum auch nicht? Ich meine, du schreibst die Sachen ja auch relativ ernst. Man muss dich halt kennen. Heute kam ein Video mit Gearspence raus. Gearspence Event confirmed. Das war gestern. Schon wieder alle Kamellen. Du hast auch letztes Mal behauptet, dass sie die Switch dieses Jahr noch verkaufen. Wie kommen sie eigentlich zu dieser Aussage? Weil das Ex-Nintendo-Mitarbeiter sagen, die Ahnung haben, wie Nintendo funktioniert. Ich habe kein Problem damit, Sachen zu glauben, die für mich logisch klingen. Und es klingt halt sehr logisch, wenn extrem viele Quellen, die Ahnung haben, etwas sagen, die Ahnung davon haben. Aber wenn irgendjemand dahergelaufen kommt und sagt, hey, da ist so ein Bild im Umlauf mit einem Togepi und einem Felino drauf. Let's go. Wo soll man das glauben? Es kann sein, dass Let's Go 2 kommt und Legends, keine Ahnung, Kyurem oder was nicht alles. Kann alles sein. Aber ihr stützt eure Aussagen auf Sachen, die eindeutig Gerüchte sind, die nicht logisch sind. Alles kann passieren. Aber ich sehe keinen Sinn darin. Aber dass die Switch 2 dieses Jahr kommt, es ist, wenn du sowas behauptest, ist es schon mal 50-50. Weil entweder sie kommt dieses Jahr oder nächstes Jahr. Und sie kommt dieses Jahr. Im März wird sie verkündet. Und im November können wir sie kaufen. Und spielen. Hallo Yukinami.
Ich sehe meine Lieblingsdiskussion. Nee, for real, es gibt kaum was Anstrengendes, als ständig jeden Tweet, Jubiläum etc. als neuen Leak zu sehen. Vor allem, weil Leute den Begriff Leak nicht gut genug kennen und richtig anwenden. Ja. Leak ist nicht gleich Gerücht. Beziehungsweise Gerücht ist nicht gleich Leak. Hatten wir letztens auch wieder hier. Hat jemand gemeint, die letzten Leaks haben alle gestimmt. Und dann habe ich gesagt, welcher Leak, beziehungsweise Gerücht eben, hat jemals gestimmt? Weil Leaks stimmen. Das ist ein Leak. Natürlich stimmen Leaks. Ich sage nichts dagegen, dass ein Leak nicht stimmt, weil ein Leak ist ein Leak. Natürlich stimmen die. Aber Gerüchte stimmen zu 99% nicht. Und wenn die Gerüchte stimmen, dann sind das eben Informationen von Leuten, die Quellen haben zu echten Leuten, die das wissen. Wobei man sagen muss, dass die Ex-Mitarbeiter scheinbar falsch liegen, da Nintendo noch keine Info zu kurz direkt gepostet haben. Stimmt, es ist ja jetzt diese Woche, ne? Ist ja jetzt diese Woche. Was kann immer noch? Es ist erst Mittwoch. Ich sage das mit Gen 2 und 25 Jahre Gen 2 nicht, weil ich es aus einem Leak oder so habe, sondern weil ich es recht wahrscheinlich finde, aber kann natürlich anders kommen. Aber warum findest du es recht wahrscheinlich? Es war immer Hauptspiel Remake, Hauptspiel Remake, Hauptspiel Remake, Hauptspiel Remake. Wir sind jetzt Gen 9, als nächstes kommt Gen 5 Remake. Warum sollte ein Gen 2 Remake kommen? Vielleicht kommt ein Spiel, das anlehnt an Johto. Keine Ahnung. In meinem Kopf sagst du aber die ganze Zeit, dass ein Gen 2 Remake kommt. Im Chat steht etwas zu Gen 2. Etwas zu Gen 2. Seit Gen 4 alle zwei Gens in Remake, nicht Hauptspiel Remake, Hauptspiel Remake. Seit Gen 4 alle zwei Gens in Remake? Ja, wenn du nicht Let's Go als Remake zählst. Ja. Aber nach der Regel würde gar kein Schwarz-Weiß Remake kommen, bis Gen 10 draußen ist. Uwe, hallo. Ist die Pause angekommen? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hallo, Uwe. Bisher immer nur ein Remake pro Konsole. Ja, aber da dieses Jahr die Switch 2 rauskommt, wäre ja alles, was sie jetzt ankündigen von Pokémon neu, wäre auf der Switch 2. Ich weiß, und jetzt sagst du wieder, ja, aber Pokémon macht normalerweise nie für die neue Konsole etwas, sondern für die alte und dann erst später was für die neue. Zeiten ändern sich, es kann alles. Das mag ich sowieso am allgemeinsten nicht, wenn Leute sich beziehen auf Rhythmen, auf Vergangenheit. Wir können überall Systeme finden und Jahre, Abstände und Abwechslungen und sowas. Und im Endeffekt ist es aber trotzdem random. Nicht random, aber ich glaube nicht, dass die Monate, Tage und Jahre zählen, um irgendwas rauszubringen, sondern einfach sie bringen es raus, wenn sie es halt schaffen, rauszubringen. Und wir finden ein System.
Weil man findet überall ein System. Alle 2 Jahre, alle 1,5 Jahre, 1 pro Konsole, irgendwo ist immer ein System. Und dann in Gen 4 haben sie es geändert. Ah. Ich bin mal gespannt, was die Leute zum RNG-Manipulationsvideo sagen. Glaubt ihr, die meisten Leute werden es als Cheaten sehen? Oder als coole alternative Methode? Am Ende kommt nichts Neues. Das ist, was ich sage. Der Pokémon Presents wird sowas von langweilig sein. Und das Einzige, was neu wird, wird niemand interessieren. Also irgendein Spin-off, irgendein Remaster, irgendwas Neues, Kleines, wird niemand interessieren. Und der Rest sind die Standard-Apps und Events, die verkündet werden. Und ich glaube, Pokémon Presents wird so langweilig wie noch nie. Genau wie die Nintendo Direct, weil die Switch 2 ist am Ende ihres Lebens. Die keucht nur noch, liegt am Boden und kriegt nichts hin. Aber wenn Let's Go verkündet wird, Teil 2, Felino Togepi, dann schenke ich hier 50 Subs. Was viel zu viel Geld ist, fällt mir gerade auf. Aber egal, weil es wird nicht passieren. Vielleicht kriegen wir ein Pokémon Eat auf dem Handy. Wo du, also du kannst schlafen, du kannst gehen und es fehlt nur noch Essen. Und dann gibt es noch das Pokémon Kamasutra in 2 Jahren. Und bei Pokémon Eat werden wir unser Essen eingeben können, was wir haben. Und dann wird er uns tolle Pokémon-Rezepte geben, was wir mit dem Essen kochen können. Und dann steht da ein Enton. Und dann wird auch noch Staffel 2 Pokémon Connoisseur. Wie heißt es nicht Connoisseur? Dings halt. Stop Motion wird, glaube ich, auch. Könnte zum Beispiel auch angekündigt werden. Hallo Mariko. Dankeschön für 12 Monate Prime. Und Phil, hallo, du bist ein Stalos. Concierge heißt es. Pokémon Concierge. Ich hab mal wieder richtig Bock auf ein richtig gutes Pokémon. Dann spiel Palworld. Nur, dass es kein Pokémon ist. Das ist der Knackpunkt. Du hattest Bock auf ein richtig gutes Pokémon? Dann spiel doch einfach die alten, die richtig gut sind. Habt ihr gesehen, genauso wie Palworld abgegangen ist in den Zahlen? Was war das? 1,2 Millionen direkt Drop jetzt auf einen Schlag. Genauso wie sie einen Rekord gebrochen haben, das, keine Ahnung, am schnellst verkaufteste Spiel auf Steam zu sein, sind sie jetzt das Spiel, das am meisten jemals Spieler verloren hat. So geil. Perfect Balance. Über 2 Millionen gleichzeitig, ja. Aber es war klar, der Hype ist jetzt vorbei. Und jetzt bleibt der harte Kern, die Spiele wirklich, wirklich gut finden. Und machen da ihre Server und gehen da richtig ab. Und Palworld wird wahrscheinlich noch einige Updates rausbringen. Und dann werden wieder ein paar mehr Leute spielen und sich das anschauen. Und dann ist das so ein Teil einfach von der Spielwelt. Wirklich wild, das Spiel, aber auch nicht Pokémon. Nee, das ist Ark. Es ist Ark und ein paar sehen aus wie Pokémon.
was sie absichtlich gemacht haben, was sich auch als erfolgreich herausgestellt hat, dass sie das gemacht haben, weil nur deswegen haben die Leute es runtergeladen. Es war günstig und es war Pokémon with Guns. Aber was hochfliegen kann, tief fallen, die haben, das ist ja, nicht, dass es denen egal jetzt ist, aber die haben ordentlich Bank jetzt gemacht wahrscheinlich. Und jetzt ist nur die Frage, benutzen sie all das Zeug, all das Geld, um das Spiel jetzt besser zu machen? Oder wird das Spiel jetzt dahin sickern und sie machen mit ihrem Geld andere Spiele? Versprochen haben sie auf jeden Fall eine Roadmap. Deswegen, eigentlich müssen sie die einhalten. Ich glaube auch nicht, so viele Leute wären sauer, wenn sie es nicht einhalten würden, weil das Spiel war eben nicht so teuer. Mal schauen. Ja, Dave, ich finde, so sollte die Meinung auch sein, ne? Ich bin gespannt, ob Leute zu dem Video dann schreiben: I knew it. Fucking Cheater. Ich denke, die Roadmap machen sie noch und dann ist rum. Die Roadmap allein wäre ja schon einiges. Manchmal handelt das Spiel noch total weird. Komische Kämpfe sind das manchmal. Das ist super, also wenn du Palworld meinst, war super verpackt. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr gecheckt, ob der Glitch noch geht, dass man die Trainer fangen kann. Die Bosse. Sind es 4 oder 5? 5 Bosse. Den Designern von Pokémon ist es vollkommen egal, was Palworld gemacht hat. Die lachen da. Also würde ich. Ich will irgendwie die Taste umlegen. Select liegt so blöd. Kann ich das irgendwie hier drauflegen? Mach mal. Kann ich einfach... vielleicht so machen. Nein. Welche Taste könnte ich das legen? Okay, es gibt nur die Taste. Ich muss meine Hand so komisch verrenken, um zu soft resetten. Naja. Die haben es total richtig gemacht, abgewartet und das Problem löst sich von allein. Yep. Für mich ist RNG auch kein Shiny Hunten. Ich meine, es ist Shiny Hunten. Es ist halt nur ein anderes Shiny Hunten. Es ist halt RNG Shiny Hunten. Ich weiß, was ihr meint. Weil man kann ja auch sagen, für mich ist es kein Shiny Hunten, wenn man... weiß nicht. Ich überlege gerade, was extrem einfach ist. Weil man kann ja auch sagen, in Legends Arceus Shiny Hunten ist kein Shiny Hunten, weil es viel zu einfach ist. Ist halt nicht wirklich Hunten, sondern Tools nutzen.
Ich würde es, ich weiß vollkommen, was ihr meint und sowas, ja, aber ich würde es einfach nicht so definieren, weil das Tools nutzen ist krasser, als was ich hier gerade mache. Was ich hier gerade mache, ist um einiges lapidarer, simpler. Ich muss nur A drücken die ganze Zeit. Deswegen, es fühlt sich mehr wie eine Hand an, wenn man tatsächlich halt Sachen macht. Wie jetzt zum Beispiel, wenn man Radar-Chaining macht. Ne, da macht man, da guckt man, da sucht man, ah ja, hier. Oder wenn man in Karmesin rumläuft und wirklich Pokémon sucht und sowas. Das ist Handen für mich. Das hier ist noch nicht mal Shiny-Handen, das hier ist Shiny-Soft-Resetten. Die Methode, bei der man am meisten Geduld braucht, aber die definitiv, also objektiv gesprochen, einfachste, simpleste und langweiligste Methode von allen. Wohingegen RNG-Manipulation der Prozess relativ komplex ist und nicht langweilig. Und du musst voll viel machen und sowas. Und ja, natürlich kannst du inzwischen Tools folgen, aber so wie beim Shiny-Handen gibt es da auch einfach leichte Shiny-Hands, bei denen du wirklich nur einem Tool folgen kannst. Und dann gibt es halt welche, die extrem schwer sind. Wo selbst wenn du einem Tool folgst, du 100 Mal es probieren musst. Und 100 Mal probieren heißt jedes Mal 15 Minuten warten, bis du wieder bei dem Frame kommst und richtig zählst und das richtig gemacht hast, die Reihenfolge und sowas. Ich finde schon, dass es Shiny Handen ist. Es ist nur eine andere Methode. Es gibt halt, keine Ahnung, Soft Resetten. Es gibt Radar Chaining. Es gibt RNG-Manipulation. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Das ist so eine gute Frage. Thomas, das ist so eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist so schwer zu beantworten, Thomas. Thomas, sag mir, was dein Lieblings-Pokémon ist. Aber wenn du sagst, dass du in externe Sachen verwendest, könntest du... Also wir, ne, das ist jetzt alles Semantik. Aber... Sobald ein Dataminer Sachen über das Spiel rausfindest, benutzt du auch externe Informationen, um dein Shiny-Handen zu verbessern. Natürlich ist ein Tool benutzen, was dir sagt, welches Shiny ist, ist nochmal krasser. Aber du benutzt auch externe Informationen, externe Tools. Weil irgendjemand hat ein krasses Tool verwendet, um die Shiny-Chancen rauszufinden. Um zu kalkulieren, wie das funktioniert und du benutzt diese Information. Du benutzt zwar nicht die Tools, die der benutzt hat, aber du benutzt die Information, die das Tool rausgefunden hat. Ein Encounter-Zähler, ist das nicht auch ein Tool? Ja, aber du kannst auch Shiny-Handen ohne Encounter-Zähler. Ich teste vielleicht sogar mal RNG in BDSP aus, weil ob ich wirklich Lust habe, 17 weitere Arceus normal zu handeln, I don't know. In BDSP gibt es ja, glaube ich, die Blink-Methode. Ja. Und du hast ja eine Capture-Card. Es geht selbst ohne Capture-Card, du brauchst nur eine Webcam und die Webcam kannst du einfach auf deinen Bildschirm richten und dadurch die Blinks messen. Aber wenn du eine Capture-Card hast, dann geht's erst recht, weil dann kannst du damit einfach die Blinks messen. Ich habe das ja für das Cresselia damals probiert. Bei der SOS-Methode eine Chain aufbauen, ist auch einfach nur die Wahrscheinlichkeit steigern. Ich meine, bei allem versucht man die Wahrscheinlichkeit zu steigern. Also bei extrem leichten Shiny Hands, finde ich, kann man das wirklich diskutieren. So von wegen, ob ich jetzt in Karmesin und Purpur mich in einen Auflauf reinstelle und warte, dass das Shiny kommt. Oder ob ich das RNG manipuliere, dauert wahrscheinlich beides gleich schnell. Bis ich mich informiert habe, bis ich das technisch hingekriegt habe, habe ich wahrscheinlich das Shiny schon gefunden, wenn ich es... Deswegen macht man es da natürlich nicht, weil es viel zu einfach ist. Geschweige denn, dass es in Gen 9 gar nicht geht.
Aber im Grunde ist es ganz einfach. Es ist nicht zu vergleichen. Es ist einfach, deswegen meine ich, es ist halt einfach eine weitere Methode. Es ist kein Cheaten, aber es ist halt eine eigene Methode, die sehr speziell ist. Und wie bei allem muss man halt einfach ehrlich sein, was man benutzt hat. Dann kann auch keiner böse drauf sein. Mein Lieblings-Pokémon ist Donphan in Vergangenheitsform. Okay. Beim eigentlichen Hunten werden keine Tools genutzt, um dem Shiny näher zu kommen. Ja, ich weiß, deswegen meine ich, ist ja alles Semantik, wie man es ausdrückt und so, aber naja, wenn jetzt ein Dataminer rausfindet, dass du 40 Chains machen musst, um auf 1:99 zu kommen, dann hast du dank eines Tools das rausgefunden und weißt, dass du nicht über 40 Chains rübergehen solltest. Stell dir vor, das würde genau genommen, wenn du wirklich Shiny hunten willst, ohne jeglichen äußeren Einfluss, musst du all diese Informationen ignorieren. Und was machst du denn? Dann gibt es so viele Sachen, wo zum Beispiel in Legends Arceus gab es auch so viele Sachen, wo wir nicht gecheckt haben. Aber zum Beispiel beim Radar-Chaining würdest du dann einfach, keine Ahnung, du würdest wahrscheinlich immer weiter chainen, bis 50, bis 60, immer bis die Chain abbricht und hoffen, dass in der Zeit einfach was kommt, weil du nicht wüsstest, dass du aufhören solltest bei 40. Oder das, was wir gemeint haben bei 17. Bei 17 ist ja sogar der Punkt, wo du aufhören solltest, wenn du es am schnellsten haben möchtest. Bei der eigentlichen Hand helfen dir die Tools nicht? Ja doch. Weil ohne diese Tools, nur dank der Tools hast du eine erfolgreichere Hand. Ohne diese Tools, die andere benutzt haben, ohne diese Informationen von anderen, würdest du niemals so effizient Shiny handeln können. Klar, du benutzt das Tool nicht, um irgendwas im Spiel zu verändern oder anzuzeigen, aber jemand anderes hat sie benutzt, um dir Informationen zu geben, die dir extrem viel Zeit sparen. Stell dir vor, jemand hätte nicht herausgefunden, dass die Legis in Gen 9 geshiny-locked sind. Dann würden jetzt Leute immer noch da sitzen, um zu beweisen, dass sie nicht locked sind oder locked sind. Weil keine Tools benutzt wurden, um rauszufinden, dass sie shiny-locked sind. Aber es wurden Tools benutzt, um rauszufinden, dass sie shiny-locked sind, weswegen niemand es überhaupt probieren muss. Weswegen extrem viele Leute sich Zeit gespart haben. Das ist es am Ende. Zeit sparen. Du sparst dir Zeit. RNG-Manipulation, du sparst dir Zeit. Und Informationen zum Shiny-Hunten sparen dir Zeit. Nicht in allen Beispielen natürlich, aber allein die ich jetzt aufgezählt habe, sorgen dafür, dass du weniger frustriert bist. Weniger Zeit. Bei der eigentlichen Hand. Henriette, danke schön für deinen Tier 3. Dankeschön für 41 Monate. Und Lucy, du bist ein Porygon 2. Genau, oder man würde die Outbreaks einfach wegkillen. Genau, weil man nicht weiß, dass es bei 60 am besten ist. Ist ja auch nicht so, dass man das Tool anschmeißt und dann direkt das Shiny hat. Ich wette auch, dass ein Großteil echt Probleme damit hätte, RNG benutzen und durchschnittlich mit anderen Methoden deutlich schneller wäre. Ja, weil man muss schon ein bisschen Verständnis haben. Ich weiß, bei dem Monitor-Blinken und sowas musst du auch Python und so installieren. Klar, die Tutorials helfen dir, das richtig zu installieren. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Leute mich fragen oder wie Leute sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich Shiny hunte und es kommt bei dem 50. Ei, war immer noch kein Shiny drin. Die Person wird niemals RNG-Manipulation sich installieren können, weil allein das schon schwierig ist, die Programme zu installieren. Jetzt auf blöd gesagt, jetzt auf extrem gesagt so. Aber ich will das gar nicht so groß verteidigen. Ich will auch keine RNG-Manipulation machen. Aber
ich finde halt schon, dass es eine Methode ist, die man respektieren kann. Die... So, ja. Einfach, dass wenn jemand sagt, hey, ich habe mir ein Jiraji RNG manipuliert, dann muss man nicht sagen, nicht, dass es jemand von euch gemacht hat, sage ich nicht, aber dann muss man nicht sagen, achso, also hast du es gecheatet. Sondern kann man sagen, ah, cool, RNG-Manipulation, krass. Wie hast du es gemacht? Der wievielte Frame und sowas, weil es ist ja schon krass interessant, finde ich, was da technisch und so möglich ist. Es ist halt einfach eine Methode. Henriette, du bist ein Meditalis. Woher weiß das Tool das? Du meinst, wie die Data meiner Sachen rausfinden? Das kannst du, wenn du allein Anubis folgst und sowas auf Twitter, siehst du das oft, weil sie halt immer das in zwei Fenstern zeigt. Und zwar wird das Spiel einfach auf dem PC gezockt, also durch eine ROM. Und keine Ahnung, was für Programme das sind, aber du kannst nicht einfach in den Code reinschauen. Also oft, manchmal sind Data Mines einfach wirklich, wie der Name schon sagt, du schaust in den Code rein. Dann findest du halt dann kryptische Sachen und kannst, wenn du halt erfahren bist, verstehen, was diese kryptischen Sachen bedeuten. Und dann kannst du tatsächlich Listen rauslesen, wie zum Beispiel diese, halt eine Liste, welche Pokémon im Spiel drin sind. Das ist tatsächlich dann eine Liste an Namen. Die musst du erstmal in einem riesigen Code finden, aber es gibt tatsächlich Listen. Aber dann gibt es Sachen, die halt getestet werden müssen, weil es nicht einfach drin steht, so... Die Shiny Chance ist 8192, das steht nicht drin. Und dann ist wirklich, die Leute spielen dann das Spiel und haben währenddessen den Code offen. Und je nachdem, was sie im Spiel machen, sehen sie, wie der Code sich verändert. Das heißt, sie können halt immer wieder Sachen testen und schauen, wie sich der Code verändert und dadurch sehen, aha, dadurch, dass ich das mache, verändert sich dieser Wert. Aber wenn ich das mache, verändert sich der andere Wert. Ergo heißt das da. So, und dann können halt logische Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Es ist nicht einfach so Code aufmachen, da steht's, sondern es ist tatsächlich auch richtig krasse Arbeit dahinter. Die Chancen für einen Sandan sind wahnsinnig gering. 1 zu so viele Pokémon, wie es halt gibt. Also ungefähr 1 zu 1020. Habe auch schon einen Stream gesehen, wo einer erfolglos versucht hat, mit RNG-Manipulation Shiny Jirachi zu kriegen. Ja, oder anscheinend soll Shaman super schwierig sein. Wenn du dir da das Video von Papa Heffer anschaust, der freut sich hier riesig, als er es nach dem 26. Versuch gekriegt hat. Weil, und das habe ich auch im Video eben kurz gemeint, es ist eben, oder vorgestern, als wir es gemacht haben, es ist eben nicht so, dass im Hintergrund eine Zahl hochzählt, regelmäßig, also 1, 2, 3, 4, oder in Frames halt, sondern es ist irgendeine andere Zahl oft, die hochzählt und die ist manchmal schneller und manchmal langsamer. Und Shaman ist zum Beispiel auf diesem fetten Blumenfeld. Und überall da, wo viel passiert, geht diese Zahl unkontrolliert schneller nach oben. Oder wenn andere NPCs im Bild sind. Da muss man zum Beispiel im Tool dann auch angeben, wie viele NPCs gerade in der Region sind, wo man steht und sowas. Weil die anderen NPCs quasi das RNG beeinflussen. Weil anscheinend blinzeln Pokémon auch. Nur du siehst es nicht. Quasi jeder Charakter blinzelt. Und du kannst aber nur das Blinzeln von deinem Charakter sehen. Deswegen kannst du das Blinzeln nur messen, wenn du alleine bist. Deswegen musst du das Blinzeln im Untergrund messen, wo du alleine bist. Und dann musst du so lange im Untergrund warten, bis der Frame da ist und dann im richtigen Moment hochgehen zu Shaman und direkt ansprechen. Das heißt, du musst alles timen und den Prozess quasi inkludieren, der dauert, nach oben zu gehen, um Shaman direkt anzusprechen, wenn du oben ankommst, weil sobald du oben auf dem Blumenfeld bist, wird alles unkontrollierbar, weil es so unfassbar, die Zahl unfassbar schnell nach oben rast.
Deswegen, Shaman soll anscheinend auch eine super schwere Hand sein. Anscheinend soll Feuerrot und Blattgrün auch extrem schwer sein. Deswegen habe ich das Deoxys in Smaragd gemacht, weil es da so einfach ist. Kannst du die Professor Eich Challenge? Ja, die kenne ich. Hab mir das Patreon-Video angeschaut, war sehr nice, hab so einen Text geschrieben. Was? Ich guck mir den Text gleich an. Kannst du den copy-pasten dann auf YouTube auch? Außer er ist doof. Fand es sehr gut zusammengefasst und mich hast du damit auf jeden Fall angefixt. Oho. Far Sky haben wir. Werde ich bestimmt auch mal ausprobieren, wenigstens um es selber mal gemacht zu haben. Ist meiner Meinung nach auch einfach eine weitere Methode, um ein Shiny zu bekommen. Man kann es mal gemacht haben, aber am Ende liebe ich dennoch das Resetten. Vielen Dank für das Video. Oh. Mr. Far Sky. Du Cheater, genau. Stell mal nur, du dummer Cheater. Ich freue mich, wenn dieses Jahr hoffentlich Retro-Achievements rauskommen für GameCube-Spiele. Inzwischen gibt es ja es gibt bisher Retro-Achievements für die ganzen Gameboy-Pokémon. Und ich überlege mir immer, das könnte nämlich auch ein geiles Projekt sein, einfach. Es wäre ein bisschen ähnlich dem Projekt, was natürlich Carpediem immer macht, also Spiele komplett zu 100%. Aber er macht es ja nochmal auf einer ganz anderen krassen Ebene. Weil ich liebe es einfach, Trophäen zu jagen. Aber in Pokémon-Spielen gibt es die halt nicht. Außer in Schwarz und Weiß. Aber das ist übertrieben. Vielleicht hat aber auch die Switch 2 Trophäen. Deswegen, hoffentlich kommt es und dann kommt sowas wie Pokémon XD und dann gibt es dafür Retro-Achievements und dann kann ich Pokémon XD spielen und versuchen, das auf 100% zu bringen anhand der Trophäen. Das fände ich cool. Hallo Brainywash. Es soll heißen, dass die Professor Eich Challenge eine der schwersten Challenges sind. Kommt drauf an, was du schwer siehst. Also... schwerer ist sicher, einen Iron Mon zu machen. Iron Mon ist so das Schwerste, was du machen kannst. Aber Professor Eich ist halt schwierig, weil du sacken viel Geduld brauchst. Für die, die es nicht wissen, Professor Eich bedeutet, dass du zum Beispiel eine Shiny Challenge Professor Eich wäre noch schwerer. Natürlich. Gute Besserung, Prani. Hallo, Basti. Professor Eich Challenge heißt, dass du jedes Pokémon fängst, bevor der nächsten Arena die möglich sind. Das heißt, wenn du mit Glumanda startest, musst du, bevor du Rocko besiegst, ein Glurak haben. Weil du musst jedes Pokémon haben, das möglich ist zu haben zu dem Zeitpunkt. Und da gibt es ein paar gemeine Stellen. In Gen 2 zum Beispiel gibt es eben die gemeine Stelle, dass du, was sind die zwei Stahl-Pokémon in Gen 2, die sich entwickeln? Stalos und was ist das andere, was einen Metallmantel braucht? Was ist eine Shiny Professor Eich Challenge? Na, das Ganze als Shinies. Hä? Du musst jedes Shiny haben, das du haben kannst, bevor du zur nächsten Arena gehst. Sherox, genau. Aber genau genommen kannst du Sherox und Stalos haben, bevor du überhaupt den Metallmantel finden kannst im Spiel. Weil du zwei Metallmantel finden kannst, bevor wir sie alle wahrscheinlich gefunden haben. Weil deine Mutter schenkt dir nämlich einen Stahlmantel, wenn du genug Geld da lässt. Das heißt, du kannst extrem auf Geld grinden und bei extrem viel Geld kriegst du zufällig dann einen Metallmantel. Und das zählt genau genommen auch bei einer Professor Eich Challenge. Also ja, Professor Eich Challenge ist einfach, dass du jedes Pokémon hast, bevor der nächsten Arena.
Was ist NGE? Not gonna explain. Neon Genesis Evangelion. Ja, klar, schon. Wegen den Streifen, glaube ich, und so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Eich-Challenge schwer ist. Man muss halt Geduld mitbringen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer alles Bock hat, sich ein. Keine Ahnung. Mein Glurak ist halt Level 36. Ich weiß nicht, wie viele es gibt am Anfang, die ein hohes Level brauchen. Aber zwischendrin muss man dann schon mal so ein Pokémon einfach auf Level 50 bringen. Aber es gibt nur Level 10 Pokémon um dich rum und so. Professor Eich ist halt ein Grind. Aber es gibt auch Professor Eich Achievement Sets. Also du kannst dir Pokémon Blau runterladen und dann das als Professor Eich Challenge machen. Und die Trophäen triggern dafür. Und dann kannst du die Trophäen dafür benutzen, um zu wissen, was du als nächstes machen musst. Das ist auch hilfreich. Klingt ja mega grindy, alle Faroko zu entwickeln. Eben. Professor Eich Challenge ist einfach nur eine Grind. Der Grind ist einfach ohne Ende. Geldgrind geht in Gen 2 so früh vermutlich dann nur mit den Telefon-Rematches. Ich schätze ja. Beziehungsweise es gab da doch auch. Da gab es doch auch Raub, oder? Das heißt, ich glaube, du kannst Items klauen von Pokémon und die verkaufen. Hast du mal vor, ein Oni Shiny Run zu machen? Nö. Ich glaube, du kannst Pokémon einfach berauben und dann kannst du deren Beeren und Tränke nehmen und die Tränke verkaufen. Also Absol hat es gemacht. Ich weiß nicht, wie er Geld gegrindet hat. Apropos Neon Genesis Evangelion, ich bin ja jetzt etwas in der Keyword Scene und ich habe mir eine Akko Mons. Keine Ahnung, was du sagst. Ach, Keyboard? Meinst einfach Keyboard? Meinst Keycaps? Echt, du magst Keycaps? Ich wäre da auch mal fast reingerutscht. Weil ich wollte ja Keycaps mit meinem 3D-Drucker machen. Und ich habe auch ein paar coole hingekriegt. Aber es war sackenschwer. Und alles, was schwer ist, gebe ich auf, weil es zu schwer ist. Dankeschön, Seimatron. Dankeschön, hallo. Eine dumme Entscheidung nach der anderen, aber saugeil gemacht, der Film. Warum denn eine dumme? Also ja, es der Hauptprotagonist, also Itako redet gerade davon, sie hat sich endlich When Evil Lurks angeschaut. Den ich ja einer der geilsten Horrorfilme ever finde. Endlich. Aber wie kannst du den am Tag anschauen? Ah. Wart doch, bis es dunkel ist. Ja klar, der Hauptprotagonist ist kein guter Mensch. Aber ich finde jetzt, ja, es war nicht so dumm wie bei Speak No Evil. Bei Speak No Evil sind es dumme Entscheidungen, die keiner machen würde. Aber ihn kann man trotzdem nachvollziehen. Seine Entscheidungen sind halt aus Angst und aus Wut. Die kann man wenigstens nachempfinden. Aber findest du es nicht geil? Am Abend geht ihr Abendessen? Valentinstag oder was? Und ich bin allein am Valentinstag. Nur Deoxys habe ich. Evil Lurky, genau. Kann man in Feuerrot das Deoxys-Event mit nur einem GBA glitchen? Hab nur Tutorials mit Tausch gefunden. Weiß ich nicht. Ich hab's nur in Smaragd gemacht.
Sind meine Blumen nicht angekommen? Heute ist Valentinstag? Ja, oder? Ja. Der Tag, an dem St. Valentin irgendwas gemacht hat, was nichts damit zu tun hat. Ist es jetzt der neue Lieblingsfilm Itako? Komm schon. Er ist großartig, wie der gedreht ist, die Schauspieler. Hast du ihn bitte auf Spanisch angeschaut? Muss man ja, glaube ich, sogar. Ich glaube, den gibt's nicht anders. Hier geht's um Mexikaner. Hey, auch Spanisch. Passt. Gibt's auch Spanisch? Ja. Er ist auch besser auf Spanisch bestimmt. Deine Blumen sind nicht angekommen, Marco. Mexiko ist nicht Spanisch. Die sprechen aber Spanisch. Ich habe nicht gesagt, dass das Spanien ist. Ich habe nur gesagt, dass ich meinte, dass sie halt Spanisch sprechen. Redet da der Großteil echt Spanisch? Was sollen sie sonst reden? Mexikanisch? Sag nicht Mexikanisch jetzt bitte. Dachte, Mexikanisch ist eine eigene Sprache? Nein, das ist so wie zu sagen, Amerikanisch ist eine eigene Sprache. Come on, es gibt zwei verschiedene Spanisch. Also nicht mal zwei verschiedene, es gibt Spanisch. Du kannst sagen noch, es gibt quasi Latein, also lateinamerikanisch Spanisch. Aber ich glaube, das ist nur ein Dialekt oder ein Akzent. Aber es gibt Portugiesisch und Spanisch. Und jetzt die große Quizfrage, nur an Dino, denn der muss sich jetzt beweisen. In welchem Land... In welchen zwei Ländern spricht man Portugiesisch? Wahrscheinlich, vielleicht gibt es noch andere kleine. Ich formuliere es anders. In welchem einzigen Land auf der, nicht auf der Welt, auf welchem einzigen Land spricht man Portugiesisch in Amerika? Kann mich gar nicht an dieses Pokémon in Gen 1 erinnern, kann mich dabei aufklären. Wir spielen auch nicht Gen 1. Wir spielen Gen 3 und das hier ist Deoxys. In Gen 1 gibt es nicht Deoxys, aber in Gen 3 schon. Brasilien. Ihr versteht alle nicht den Satz, bitte nur Dino antworten. Aber ist okay. Das ist nämlich alles falsch, was ihr sagt. Nein, das ist natürlich richtig. Genau, nur in Brasilien. Malta? Hawaii? Was? Warum in Hawaii? Brasilien. Malta? Weiß ich nicht. Kann sein. Malta? Ist Malta portugiesisch? In Argentinien spricht man Argentinisch, Dino. Nach deiner Logik zumindest. So wie man in Österreich auch Österreichisch spricht. Sorry. Guinea-Bissau. Genau. Das weiß ich nicht, was es ist.
Ist das ein Land? Spricht man auch Portugiesisch? Malta hat Maltesisch. Ist Pokémon Feuerrot nicht Gen 1? Nein. Feuerrot und Blattgrün ist Gen 3. Gens sind zeitbezogen, nicht regionbezogen. Wenn du sagen möchtest, dass das hier Kanto ist, dann sag Kanto. Das ist ein Kanto-Spiel, ja, so wie Let's Go. Blau und Rot und Gelb sind Gen 1, Feuerrot und Blattgrün sind Gen 3, Let's Go Pikachu und Evoli sind Gen 7. Gens sind immer zeitbezogen auf eine Epoche, deswegen Gen, Generation. Wir befinden uns in Generation 9 im Moment. Und sobald Generation 10 rauskommt, befinden wir uns in Gen 10. Und diese Spiele sind rausgekommen in der Generation 3. Deswegen ist das ein Gen 3 Spiel, weswegen auch Deoxys existiert. Ich spreche deutschländisch. Deutschländer. Naja, wenn du Spanisch sprichst, dann kannst du in Mexiko, kommst du gut zurecht. Vielleicht ist der Dialekt oder ist halt ein bisschen anders vielleicht. Aber die sprechen Spanisch. Español. Gleich 1400. Wie sind wir auf 1200 so schnell gekommen? So schnell geht es nämlich nicht. Ich würde es ja gerne hier mit 4 Gamecubes machen, aber es geht nicht. Ich habe mir neue Teile bestellt. Ich muss nämlich was basteln, damit ich das machen kann mit 4 Gamecubes. Es findet kein Ende. Ich hätte es von Anfang an so machen sollen. Aber bald haben wir hoffentlich endlich die perfekten 4 Gamecubes zum Shiny Hunten. Ich nehme auch meinen DS mit und spiele dieses Spiel im Flieger und in Brasilien, in Barcelona, wo man übrigens Spanisch spricht, beziehungsweise Katalanisch. Das weiß ich gar nicht. Gibt es noch Katalanisch irgendwo anders, außer in Katalonien? Wahrscheinlich nicht. Und genau, ich nehme das Spiel hier mit und reset ein paar Deoxys. Oh, ein Lied. In Angola spricht man auch Portugiesisch. Mir fällt nämlich nichts anderes ein, was ich machen könnte im Flieger. Ich habe noch mein Kindle ausgegraben nach, ich glaube, echt 8 Jahren oder sowas. Das funktioniert noch. Hier, mein Kindle. Mein Kindle. Ich finde, Kindle sind so geil. Und ich will kein neues Kindle. Erstens, weil ich nicht so viel lese. Und zweitens, weil ich habe noch ein Kindle, was mit Magnet funktioniert. Also das ist so ein... Das ist ja wirklich, ich gucke auf keinen Bildschirm. Das ist kein Bildschirm. Sondern das sind kleine, keine Ahnung, wie nennt man diese Geräte? Edge and Sketch? Kennt ihr noch diese Edge and Sketch, wo man so mit diesen zwei Knöpfen drehen und dann kann man sowas malen? Das sind auch einfach nur Magneten, die entweder auf Position 1 oder auf Position 0 sind. 1 ist weiß. Oder 0 ist 1. 0 ist weiß und 1 ist schwarz. Was? 0 ist weiß und 1 ist schwarz. Aber es gibt auch Grau. Aber ich glaube, Grau wird nur gemacht dadurch, dass es... Okay, vielleicht gibt es doch mehrere. Keine Ahnung. Ich finde das faszinierend, weil das ist kein Bildschirm. Das ist... Und das haben die neuen Kindle alle nicht, weil die neuen Kindle sind alles Bildschirme, die auch Backlight haben und sich quasi und leuchten und sowas. Was natürlich cooler ist, weil du dann auch im Dunkeln lesen kannst. Aber ich finde einfach die Technologie so cool. Dass man einfach ein Bild erschafft durch Magneten, die sich drehen.
Aber kann man richtig krasse Bilder malen? Ja. Dein altes geht nicht mehr. Ich dachte auch heute, das wird nicht gehen. Es ist ewig lang nicht angegangen. Und dann war auch, als es dann anging, war auch quasi dieses die Batterie-Leer-Symbol eingraviert ins Bild und ist nicht weggegangen. Weil halt 8 Jahre lang dieses leere Batterie-Symbol da drauf war. Aber es ist jetzt weg. Aber es sind 2 kleine Fehler drauf, wo wahrscheinlich irgendwas Schweres draufgefallen ist oder sowas. Das spürt nicht. Sieht halt aus wie Schmutz auf dem Buch dann. Genau, ursprünglich war das so gemacht, deswegen ist diese Technologie ja so, dass du kein Licht hast. So, ich kann im Dunkeln, sieht man hier nichts, weil es einfach wie ein Buch ist. Du schaust wie auf eine Seite. Das hat sich aber inzwischen geändert, weil halt Leute, ich will einen Bildschirm, ich will im Dunkeln lesen können. Ich habe heute mal kurz geguckt, was Kindle jetzt so kosten. Ich glaube, das günstigste war 199, also 99 Euro. Und selbst das hatte, glaube ich, ein Bildschirm, weil da stand, dass man es auch, dass der Bildschirm quasi eine gewisse Helligkeit hat und sowas. Deswegen, ich glaube, es gibt gar nicht mehr die mit der Technologie funktionieren. Voll schlecht für die Augen im Dunkeln zu lesen. Du sollst ja einfach gar nicht lesen, wenn es dunkel ist. Ich glaube, das ist eher die. Mach ein Licht an, wenn du lesen willst im Dunkeln. Aber dann kann man doch einfach sein Smartphone nehmen, oder nicht? Willst du auf deinem Smartphone lesen? Das ist doch winzig. Willst du ein Buch lesen auf deinem Smartphone? Nee. Nein, wenn, dann Tablet. Du kannst sagen, dann nimm doch einfach dein Tablet. Ja, wenn du ein Tablet hast, brauchst du kein Kindle. Aber ein Kindle, das Ding wiegt nichts. Und es ist super dünn. Das ist wirklich sehr praktisch, wenn du viel liest. Ich meine, ich lese nicht viel. Ich habe mir das damals geholt, um Mangas zu lesen. Was ich auch gemacht habe eine Zeit lang. Aber für Mangas ist der Bildschirm fast zu klein. Ich musste da mal ranzoomen und so. Der Wille ist da, aber die Zeit irgendwie nicht. Ich tue mir sehr schwer zu lesen. Ich bin einer von diesen Menschen, die meine Gedanken gewinnen die Überhand. Ich muss immer wieder, ich brauche ewig, bis ich eine Seite klar gelesen habe. Oder ich lese 3 Seiten und fällt mir auf, ich habe gerade nichts gelesen. Es fällt mir sehr schwer, mich darauf zu konzentrieren, zu lesen. Handys und alles Mögliche haben mich geschädigt. Aber ein Vorsatz von mir ist, dieses Jahr 6 Bücher zu lesen. Mal schauen. Vielleicht habe ich halt keinen Bock mehr, die Oxys im Flieger zu shiny hunten und dann gucke ich auf mein Kindle. Aber der Flug geht eh nur 2,5 Stunden. 2,5 Stunden ist schon lang dafür, dass es Barcelona ist. Barcelona ist nicht so weit weg. Ich verstehe gar nicht, warum das so lange dauert. Wahrscheinlich fliegen wir gegen den Wind. München dauert auch 2,5 Stunden. Barcelona ist doch näher. Wobei, nee, muss weiter runter. Hallo, Mr. Berg. Hallo, Zuckerberg. Hallo. Großen Respekt an dich, wie du das hier durchziehst. Das kann jeder. Das sagt einer. Das sagst du, der mega geil Kaizo Mario spielt und tatsächlich Skill hat, während ich, mein einziger Skill ist es, auf A zu drücken. Du musst so viel mehr Geduld haben als ich. Du musst neben Geduld auch noch extreme Frustration standhalten. Ich muss einfach nur A drücken. Mishu hat mehrere Bücher. Mishus Buch ist das einzige Buch, was ich jemals gelesen habe. Und in der Schule musstest du nie was lesen. Kannst nicht sagen, dass du erst ein Buch in deinem Leben gelesen hast. Müssen Leute in der Schule keine Bücher mehr lesen heutzutage eigentlich? Ja, wenn du 500 Mal resettest, ist das doch auch anstrengend und nervenaufreibend. Aber ich kann zumindest währenddessen einen Film gucken.
Ich glaube nicht, dass du während Mario Kaizo einen Film gucken kannst und erfolgreich bleibst. Nee, ich muss meinen Hut vor dir ziehen, vor diesen krassen Skills. Ich könnte es ja nie. Aber, danke, danke. Wie schaut ein Buch her? Kannst du dich fragen, wo man das kaufen kann? Aber ich glaube, überall. Ich glaube, Misha hat mehrere Bücher, glaube ich. Wir haben keine Zeit, um in der Schule Bücher zu lesen. Wie? Was macht ihr dann in Deutsch und in Englisch? Unser Deutsch- und Englischunterricht war einfach immer, wir haben immer ein Buch gehabt, was wir gerade lesen mussten und besprechen mussten. Immer. Alter, allein die Bücher, die ich in der Schule gelesen habe, waren sicher an die 20 bis 30 Bücher oder sowas. Und klar, so ein Reklam ist mal eben schnell gelesen, aber es ist trotzdem ein Buch. Es ist trotzdem eine Geschichte. Der kleine Prinz und Faust damals in der Schule. Mehr nicht. Happens. Geh mal raus und lese ein Buch. Ich meine, ich lese auch keine. Ich lese immer mal hier und da. Mein Problem ist immer, es sind so lange Pausen dazwischen drin, dass ich eigentlich wieder von vorne anfangen muss. In Deutsch lernen wir Grammatik und so und in Englisch übersetzen wir. In der wievielten Klasse? Vielleicht ist es einfach noch zu früh. Die lesen meistens nur noch leichte Kost, nicht sowas wie die Judenbuche. Hatte nur in einem Jahr zwei Reklams lesen müssen und bei einem davon konnte ich mich davon dank Zusammenfassung drücken. Ja, bei uns fing es so langsam an, dass wir das Ganze auch nachlesen konnten im Internet, aber es war noch schwieriger, weil es nicht so viele Quellen gab. Und wenn du es gemacht hast, konnte der Lehrer eindeutig sagen, ja, das ist das, was auf der Website steht. Also wir hatten noch nicht so viel Auswahl. Du bestellst jedes Jahr ein neues Buch für die Kinder. Ich erinnere mich, dass ich erstes Mal so richtig in Büchern versunken bin als Kind. Also als Jugendlicher war Harry Potter. Ja, Kind. Harry Potter, das war das erste Mal und dann habe ich wirklich so Geschmack für Bücher gekriegt. Aber dann Horrorbücher und habe ohne Ende Stephen King gelesen, etliche Stephen King Bücher gesuchtet. Und dann kamen die Videospiele. Scheiße. Judenbuche? Ne, Judenbuche habe ich tatsächlich, kenne ich nicht. Ganze Schulzeit nur Kleiner Prinz. 10. Klasse? Boah, da haben wir schon... Natürlich haben wir da Bücher. Ach, so viele. Mangas zählen auch nicht wirklich als Lesen? Ja, doch, aber... Das Schöne halt beim Lesen ist, dass du dir in deinem Kopf alles ausmalst, was passiert. Bei einem Manga kriegst du es halt... Ein Manga ist nicht wirklich für Vorstellungskraft. Bücher sind... fördern mehr die Imagination. Ab 6. Klasse jedes Jahr Minimum ein Buch. Also, ich habe die Reklams auch alle noch hier. Das war, keine Ahnung, Kleider machen Leute, das Parfum. Parfum war ein dickes Buch. Kite Runner. Das war, Kite Runner war Englisch. Das ist ein krasses Buch eigentlich. Wie ist das andere? Shame? Einfach nur Shame, glaube ich. So, also wir haben krasse Bücher gelesen. Shame wurde dann verfilmt mit, wie heißt er? Malkovich. Und klar, da machen Leute im Westen nichts Neues. Faust 1, Faust 2. Boah, dann die Person, nee, nicht Person, dieses Prinzessin irgendwas.
Diese ganzen Reklambücher halt hoch und runter. Eragon? Nee, Eragon mochte ich nicht. Habe ich nicht gelesen. Hallo Sophie. Ich habe bis jetzt nur ein Buch in der Schule gelesen, das hatte nur 100 Seiten. Ich meine, 100 Seiten ist ja ein Reklam, hat weniger als 100 Seiten. Ich habe jetzt Bock. Wilhelm Tell haben wir nicht gelesen, ne? Aber wir haben noch, was mir eingefallen ist, 1984 natürlich. Haben wir das auf Deutsch gelesen oder auf Englisch? Weiß nicht mehr. Paddington macht Ferien. Ich muss eh mein Trinken holen. Ich hole jetzt alle meine Reklams. Ich weiß ganz genau, wo die sind. Ich bin gleich wieder da. Es sind doch nicht mehr so viele, die ich habe. Aber eins hatte ich komplett vergessen, was ich geliebt habe. Franz Kafka. Die Verwandlung. Kafka war der Beste. Es war wenigstens interessant. Nicht so wie Faust. Nathan der Weise. Was war denn Nathan der Weise? Heinrich Heine. Keine Ahnung mehr, was Nathan der Weise war. Vielleicht hat es auch Rosa gelesen. Oder das haben wir auf Englisch gelesen. Ein Klassiker. A Streetcar Named Desire. A Streetcar Named Desire. Verfilmt mit Marlon Brando später mal. Ach stimmt, so ein Reklam hat doch 170 Seiten. Krass. Ist halt winzig, deswegen. 170 Seiten dann doch. A Streetcar Named Desire. Eine Liebesgeschichte. Ein Streetcar ist eine Tram. Im Englischen wird eine Tram Streetcar genannt. Das macht auch irgendwie Sinn, ne? Und die Leiden des jungen Wärters. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Die Leiden des jungen Wärters. Boah, ich hab die aber gehasst. Aber das Coolste war wirklich Kafka, weil es war halt einfach abgefuckt und crazy, was der erzählt hat immer. Aber so kacke wie eben Nathan der Weise oder die Leiden des jungen Wärters. Einfach langweilig. Ich mochte Faust auch. Vor allem Faust hat man wirklich extrem viel durchgenommen. Und irgendwann hat man es einfach gecheckt. Dann waren wir zu Faust im Theater. Dann haben wir einmal eine moderne Interpretation von Faust gelesen und angeschaut im Theater. Und dann war das irgendwie... Irgendwann, wenn man es checkt, ist es cool. Aber die meisten sind halt entweder langweilig oder man checkt sie nicht. Nathan der Weise war echt übel langweilig. Boah, ich kann mich da an... Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mal an den Titel. Ich mochte sogar die Leiden des jungen Wärters. Fand es wegen seiner Tiefgründigkeit sogar sehr spannend. Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist noch nicht mal... Ach, es ist von Schiller. Es ist noch nicht mal eine gute Zusammenfassung hinten drauf. Hinten drauf ist immer nur ein Zitat aus dem Buch. Okay. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, um was es geht. Das war mein größtes Problem bei diesen Reklams. Am Ende liest du das und du hast keine Ahnung, was es jetzt ging. Goethe ist schon lit. Dies Gedicht verfasste Goethe, als er in der Morgenröte donnernd auf dem Nachttopf saß. Gute Besserung, Sophie. Ich habe dann sogar einmal... Irgendwann musste man dann auch später... Gott, was war das? Musste man Buchvorstellung machen. Aber es gab einmal Buchvorstellung so in der 5., 6. Klasse, wo man dann auch wirklich jedes Buch vorstellen konnte. Da hatte ich ein 3-Fragezeichen-Buch vorgestellt.
Und dann später war aber, glaube ich, dass du wirklich tiefgründig mal so ein Buch vorstellen musstest. Und da habe ich Kafkas Die Jury, nicht die Jury, sondern irgendwas mit einem Richter. Das Gericht. Kafka, das Gericht oder so. Irgendwas mit einem Gericht. Aber die Verwandlung ist das Beste, wo er einfach zum Käfer wird. Ist das nicht cool? Er wird einfach zu einem Käfer. Metaphorisch gesehen. Er wird einfach zu einem Käfer. Stimmt. Ja, ich habe da einen kompletten Vortrag über Kafka gehalten. Und sogar ein Buch musste ich da dann interpretieren und so. Und das war dann das. Deswegen weiß ich auch, dass Kafka an einer Bronchitis gestorben ist. Ist mir gerade eingefallen. Der Prozess. Also irgendwas mit Gericht halt. Aber ja, der Prozess war es dann. Keine Ahnung mehr, um was es da ging. Aber es ging um einen Prozess. Der Prozess. Es kann nicht sein, dass es heute nicht mehr normal ist. Wir haben in Deutsch und Englisch nur solche Bücher die ganze Zeit gelesen. Und es war eine Qual. Und wir haben uns immer dadurch gequält und dann musste man 50 Seiten hier lesen und am nächsten Tag musste man dann sagen, was in den 50 Seiten vorgekommen ist oder zumindest gab es die Gefahr, dass du das sagen musstest und du kommst dran und musst es vorstellen, was passiert ist. Und dann, boah, ich weiß noch, in 1984 gab es eine Stelle im Buch, wo der Typ ein Buch findet. Ich glaube, das Manifest halt von dem Buch. Und dann liest man das Buch im Buch. Den Teil habe ich komplett geskippt. Und ich habe den Teil so krass gehasst. Einfach ein Buch im Buch. Das war so langweilig. 1984 ist nicht langweilig, aber diese 100 Seiten waren so langweilig. Ich finde, bei den Büchern muss man immer sehr viel interpretieren, beziehungsweise die haben sehr viel Interpretationsspielraum. Ja, deswegen hat man sie ja auch, deswegen sind sie auch Klassiker und deswegen nimmt man sie auch durch. Nur damals, ich meine, man hat schon irgendwie gecheckt, aber es war noch nicht mal so, dass man irgendwie gut sein musste. Man musste nur gut darin sein, zu Sachen zu argumentieren. War 1984 das mit Neusprech? Es sagt mir irgendwas, ja. Also 1984 ist das mit Big Brother und so. Also der Staat, der dich bei allem beobachtet. Du konntest ja wirklich eigentlich alles schreiben, weil Gedichtinterpretation, Buchinterpretation, alles. Wir haben auch Karikaturen interpretiert und sowas. Weißt du, so Propaganda-Karikaturen und sowas mussten wir dann interpretieren und nicht, was nicht alles. Das war eigentlich alles super einfach. Heute wäre das alles super einfach für mich, glaube ich, weil ich einfach verstehe, nach was der Lehrer sucht. Der Lehrer will einfach sehen, dass du etwas kritisch behandelst und argumentierst. Es muss noch nicht mal stimmen. Es ist halt einfach deine Meinung. Wenn du etwas interpretierst, dann ist es einfach deine Meinung. Und der Lehrer möchte einfach nur sehen, wie du das quasi logisch ausdrückst. Aber sag das mal einem pubertierenden kleinen Fratz, der keinen Bock hat, ein Buch zu lesen. Hattest du die Oxys nur einmal oder für alle Formen? Für alle Formen. Viermal. Hallo Deiske. Faust und Verwandlung hatte ich in der 13. Ich weiß nicht mehr, wann ich das hatte. Wow. Und hier steht ja ein Jahr drauf. Euro, das ist schon mal gut. Von wann ist die Ausgabe? Kann nicht sein. Ja, doch, die Ausgabe ist von 2001. Aber da war ich in der 5. Klasse. Der Leo hat in der 5. Klasse schon die Leiden des jungen Werthers gelesen. Mit einem Scotch in der Hand und einer Zigarre saß er im Ohrensessel. Hallo Sales. Dankeschön.
Kids zum Lesen zu bekommen ist schwer, ja. Es muss halt irgendwie... Ich glaube, wenn ich niemals... Meine Mutter hat mir halt Harry Potter geschenkt, weil alle gesagt haben, oh, alle lesen Harry Potter. Und dann hat meine Mutter es mitgekriegt und hat gesagt, oh, dann lesen? Oh mein Gott, ja, hier gebe ich meinem Kind auch Harry Potter. Und es hat halt so krass einfach sofort Klick gemacht. Ich glaube, das war halt wirklich das erste Mal, wo man halt dann so versteht, was Bücher machen können. Diese unfassbare Spannung, die Bücher aufbauen können, wie man Bücher einfach nur verschlingen kann und auch wie man sich im Kopf alles vorstellt. Aber wenn das halt nie passiert, wenn dieser Moment nie passiert, warum sollte man dann, wie soll man sonst ein Kind dazu bringen, ein Buch zu lesen? Das heißt, irgendwie muss man halt diese Einstiegsdroge finden. Ich meine, ich lese nicht wirklich. Aber ich weiß zumindest, dass es Kacke ist, dass ich nicht lese. Und ich würde gern mehr lesen, weil ich weiß, wie unglaublich geil das ist, weil ich früher extrem viel gelesen habe. Aber ich glaube, es gibt so viele, die einfach nie mit Lesen in Kontakt kommen und dann noch nicht mal wissen, was sie verpassen oder halt sich denken, warum soll ich denn lesen? Ich habe doch Videospiele. Aber wahrscheinlich kommen bald irgendwelche Studien raus, die sagen, dass Lesen schlecht ist. Auf das können sich dann alle berufen. Lesen ist tatsächlich schlecht für den Kopf und für die Augen und für die Prostata. Lest keine Bücher, konsumiert mehr TikTok. Mein Sohn hat 4 Bände gelesen, aber Fortnite hat trotzdem mehr Reiz. Ja. Ja. Kennst dich also mit HP aus? Nee, ich habe nur die ersten 4 gelesen. Ich habe alle gesehen. Ich habe nur die ersten 4 gelesen. Ich meine, es sind halt Kinderbücher, vor allem am Anfang, und auch Kinderfilme am Anfang. Die letzten Teile waren dann wirklich auch gut verfilmt und richtig krass. Aber ich würde nicht sagen, dass ich Harry Potter Fan bin. Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal Pokémon gespielt? Als das erste Spiel rauskam. Mit 7 Jahren, glaube ich. Als das erste Spiel rauskam. Pokémon Blau habe ich zuerst gespielt. Ja, und dann hört man immer von so coolen Büchern und dann liest man sie und merkt, dass sie echt schwer geschrieben sind. Wie jeder sagt, man soll Moby Dick lesen. Oder lest mal Moby Dick. Das ist so schwer geschrieben. Dann wird es, also wenn du es halt nicht gewohnt bist. Wenn ich jetzt lese, mein Kopf liest ein Wort und ich denke dann, ah ja, Hühnchen. Ah ja, Hühnchen war echt lecker. Hühnchen, lecker. Was auch mal lecker war, war das und das. Was nicht so lecker war, war Soßströming. Ah ja, das YouTube-Video war cool. Mann, wenn ich mir vorstelle, dass ich da 100 Subs hatte und nicht mal 1000 Follower. Und auf einmal bin ich da, da denke ich darüber nach, was ich morgen im Stream mache. Also, und so wird halt Lesen zur Arbeit. Es ist halt richtig anstrengend zu lesen. Aber wenn du es gewohnt bist, passiert das nicht. Dann bist du einfach in der Zone drin und liest dieses Buch und verschlingst es halt. Aber wenn du es nicht gewohnt bist, ist es so eine Arbeit. 1999 kam das erste Spiel. Ich glaube 98. Hobbit ist auch kompliziert zu lesen. Wirklich? Ich habe Hobbit nie gelesen, aber ist es nicht einfach nur ein kleines Kinderbuch mit 20 Seiten? Ich bin nur in die Schule gegangen, um zu lesen. Hab dann gar nicht verstanden, warum ich weiter in die Schule gehen muss. Hab doch schon lesen können. Geil. Mangas liest du auch nicht? Doch, hier und da lese ich Mangas. Ich habe viele Mangas schon gelesen. Ausrufezeichen Manga, da siehst du alle Mangas, die ich gelesen habe und wie ich sie bewerte. Oder Anime, Ausrufezeichen Anime. Oder Ausrufezeichen Filme, da siehst du alle Filme, die ich hier gesehen habe. Echt, Hobbit hat über 300 Seiten? Ich dachte, es war immer so ein kleines Kinderbuch. Habt ihr Juxus auch letztens geerntet per RNG-Manipulation? Kann ich nur empfehlen. Das haben wir vorgestern gemacht. Da kommt morgen um 14 Uhr das Video zu raus, wie ich
wie ich zum ersten Mal etwas RNG manipuliert habe und was ich dazu denke und so. Hobbit ist ziemlich lang. Hä? Alle sagen immer, wie konnte der nur 3 Filme daraus machen? Das ist ein kleines Kinderbuch. Das haben alle mal gesagt. Das war immer die größte Kritik an den Hobbit-Filmen, dass sie länger sind, als das Buch jemals überhaupt sein könnte. 300 Seiten sind auch nicht viel. Naja, länger als Romeo und Julia, das 240 Seiten hat. Englisch-Deutsch? Oh mein Gott, rechts ist Deutsch, links ist Englisch. Krass. Das ist sogar nur halb so lang. Julia, die Uhr schlug 9, als ich die Arme schickte. In einer halben Stunde versprach sie, zurückzukehren. Vielleicht kann sie ihn nicht treffen. Das ist es nicht. Oh, sie ist lahm. Herolde der Liebe sollten Gedanken sein, die 10-mal schneller gleiten als Sonnenstrahlen. Oh mein Gott. Neue Kanalbelohnung. Leo liest aus einem Reklam vor. Und wir versuchen zu verstehen, was er gesagt hat. Oh ja, Patreon-Video mit Kakao, wie Leo vorliest. Ich will das ja machen, aber ich finde kein richtiges Konzept, wie. Es gibt nichts Deutsches, was man vorlesen kann. Die dummen Deutschen schaffen es immer wieder, Copyright drauf zu machen, obwohl es einfach 70 Jahre nach Tod des Autors und trotzdem schafft es Deutschland, Copyright drauf zu kriegen. Die Gemeinen. Weil der übersetzt, hat Arbeit gemacht und der hat dann das Copyright für die Übersetzung. Das heißt, ich müsste wirklich deutsche Reklams vorlesen, die deutsch sind. Wann ist Schiller gestorben? Gibt's da ein Original? Copyright nicht am Anfang? 48. Das ist das erste Copyright, das ist 1948. Was, 48 und 70? Ist noch nicht, oder? Es kommt auch darauf an, wann er gestorben ist, nicht wann das Buch gemacht wurde. Oh, wir sind schon über 1400. Du hast früher immer Guthabenkarten gekauft für die Switch? Nee, schön PayPal. Pokémon Purpur offline spielen war langweilig. Und jetzt? Damals doch schön mit PSC bezahlt. Was ist PSC? Deswegen meine ich, und jetzt? Jetzt hast du Kapu online und jetzt? Ich meine, man braucht es, um zu tauschen. Aber ansonsten. Ich habe heute ein paar Libiskus-Raids gemacht. Jetzt habe ich wieder über 100 Bonbons. 9.5.1805 ist Schiller gestorben. Okay, dann könnte ich ja jetzt hier einfach die Leiden des jungen Werthers euch vorlesen. Keiner kann was dagegen tun. Wie froh bin ich, dass ich weg bin? Oh mein Gott. Allein dieser erste Satz schon so, come on. Shut the fuck up. Wie froh bin ich, dass ich weg bin. Bester Freund, was ist das Herz des Menschen? Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war, und froh zu sein. Da fehlt ein Verb.
Ich weiß, du verzeihst mir's. Das steht da wirklich so. Ich weiß, du verzeihst mir's. Mir es. Ich weiß, du verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um mein Herz wie das meine zu ängstigen? Die arme Leonore. Und doch war ich unschuldig. Konnte ich dafür, dass während die eigensinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, dass eine Leidenschaft in dem armen Herzen sich bildete? Und doch, bin ich ganz unschuldig? Habe ich nicht ihre Empfindungen genährt? Ist es ein Porno? Habe ich mich nicht... Hab fängt klein an, obwohl der Satz aufgehört hat. Habe ich mich nicht in den ganzen wahren Ausdrücken der Natur, die uns so oft zu lachen machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ergetzt? Habe ich nicht... Oh, was ist der Mensch, dass er über sich klagen darf? Ich will, lieber Freund, ich verspreche dir's. Ich will mich bessern, will nicht mehr ein bisschen übel, das uns das Schicksal vorlegt, wieder keuen, wie ich immer getan habe. Ich will das Gegenwärtige genießen und das Vergangene soll mir vergangen sein. Das war ein Satz. Leonores meint. Du kannst mir nicht sagen, dass so einem Zehntklässler, schätze ich mal, das vorsetzt und der so, oh ja, Mann, geil, Schiller, du droppst die Phrases, ey. Ich will mehr. Nichts hat gerade Sinn ergeben. Eben bei Schiller kommt Schiller ist der Oxis. Ich will das Gegenwärtige genießen. Und das Vergangene soll mir vergangen sein. Gewiss, du hast recht, Bester, der Schmerzen wären minder unter den Menschen, wenn sie nicht, Gott weiß, warum sie so gemacht sind, mit so viel Emsigkeit der Einbildungskraft sich beschäftigen, die Erinnerungen des vergangenen Übels zurückzurufen, eher als eine gleichgültige Gegenwart zu ertragen. Was? Du musst jeden einzelnen Satz auseinandernehmen und erstmal schauen, dass du ihn verstehst. Das sind einfach für mich einfach nur Wörter aneinandergereiht, die irgendwie so von wegen, ja, die Leiden des jungen Wärters, ja, der leidet halt. Ah, ah, oh Herr, oh Gott. Wie wär's mit sowas? Nicht so einfach der hier, our sarcastic reading. Sowas ist doch ein YouTube-Kanal. A sarcastic reading. Du bist so gut, meine Mutter zu sagen, dass ich ihr Geschäft bestens betreiben und ihr ehestens Nachricht davon geben werde. Was? Ich sag den Satz nochmal. Du bist so gut, meiner Mutter zu sagen, dass ich ihr Geschäft bestens betreiben und ihr ehestens Nachricht davon geben werde. Danke, dass du meiner Mutter gesagt hast. Das heißt es, oder? Keine Ahnung. Es ist so asozial. Wer schreibt sowas und zwingt dann kleine Kinder, das zu lesen? Ich habe meine Tante gesprochen und bei weitem das böse Weib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Frau von dem besten Herzen. Ich erklärte ihr meiner Mutter Beschwerden über den zurückgehaltenen Erbschaftsanteil. Ich werde sauer dabei, wenn ich das lese, ist ja schrecklich. Hallo Road. Schillerhand. Jeder klickt drauf und dann sitze ich nur da und lese Schiller. Oder Level 3 Schillerkraft. Heißt es nicht Schillerkraft? Nee, es heißt Schillerkraft, ne? Wir handeln gerade mit Level 3 Schillerkraft. Da ich das Blatt wieder durchlese, sehe ich, dass ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe. Danke. Das sich aber leicht hinzudenken lässt. Sie erwehrte sich sein. Ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehasst, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtet, dass eine neue Heirat der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehen, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schöne Hoffnung gibt. Schillerkraft 3. Hat sie was geholfen? Das meinte ich vorhin mit Interpretationsspielraum. Ja, aber es sind 100 Seiten so. Es sind 140 Seiten, die so geschrieben sind. Das mussten wir damals lesen und dann am nächsten Tag sagen, was da drin steht. Goethes Faust ist genauso. Mal schauen.
Nee, aber Faust war cooler, weil das war gedichtet, oder? Bloody Court, du bist ein Garnovil. Zueignung. Nee, warte, das ist ein Intro, oder? Vorspiel auf dem Theater. Warte mal. Tragödie, erster Teil. Ist das so ein Theater-Mitles-Ding? Prolog im Himmel. Doch, das ist es. Aber das ist halt so wie ein... Es ist halt ein Theaterstück. Du liest ein Theaterstück. Ja, das ist halt so... Das ist halt wirklich... Das ist Prosa. Wobei Prosa ist... Was denn nochmal Prosa? War Prosa Gedicht? Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalt, wie früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Blick gezeigt. Versuche ich wohl, euch diesmal festzuhalten. Fühle ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu, nun gut, so mögt ihr walten, wie er aus Dunst und Nebel um mich steigt. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert. Das war, da sieht man, keine Ahnung, das finde ich ein bisschen cooler, aber es ist halt auch schwer zu verstehen, was gerade los ist. Weil hier ist wirklich, da musst du wirklich interpretieren, von wegen Teufel kommt. Wie hieß der Teufel? Mephisto. Mephisto. Busen. War der Busen nicht so in Prosastücken auch einfach alles? Auch Männer hatten einen Busen. Schexe, du bist ein Reggie-Stil. Du hast die Klausur über Faust geschrieben, ohne ein Wort verstanden zu haben, ohne es gelesen zu haben. Ich glaube, wir haben auch, glaube ich, eine Klausur über Faust geschrieben. Schlimm. Mephistopheles war der richtige Name. Mephisto. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert. Shakespeare mussten wir nie lesen. Ah, habe ich auch hier. Wie kannst du hierher? Sag mir und wozu? Die Gartenmauern sind hoch und schwer zu erklettern. Und der Ort, oh, ist das, glaube ich, da, wo er reinschleicht. Mit der Liebe leichten Flügeln bin ich über diese Mauern geflogen. Denn steinere Grenzen können Liebe nicht fernhalten. Und was Liebe kann, das wagt, Liebe zu versuchen. Darum sind deine Verwandten kein Hemmnis für mich. Wenn sie dich sehen, werden sie dich ermorden. Oh weh, mehr Gefahr liegt in deinem Auge als in 20 ihrer Schwester. Schau du nur hold und ich bin gewappnet gegen ihre Feindschaft. Ich wollte nicht um die Welt, sie sehen dich hier. Ich habe den Umhang der Nacht, der mich von ihren Augen verbirgt. Und wenn du mich nicht liebst, lass mich nicht hier finden. Lass sie mich hier finden. Mein Leben würde besser durch ihren Hass beendet, als der Tod aufgeschoben, wenn mir deine Liebe fehlt. Schnulz, 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 ich rutsch aus auf dem Schleim. Come on, Eileen. Was? Ich weiß noch, ich lese das erste Buch von Shakespeare und der erste Satz lautet: Ich will euch zwiebeln. So kommet herbei, ich will euch zwiebeln. Schüttlerkraft 3 hat bisher noch nichts gebracht. Hallo Big Link. Was haben wir noch? Haben wir die Stelle bei A Streetcar Named Desire, wo er einfach nur schreit? Wie heißt sie? You're tearing me apart, Lisa. Genau. Falls ihr das nicht wusstet, wenn ihr nur die Stelle kennt aus The Room, wo Tommy Wiseau einfach nur schreit, You're tearing me apart, Lisa. Das sagt er nur, weil es 1:1 auch der Charakter heißt Lisa in dem Buch hier. Weil
einfach der Film The Room 1:1 geklaut ist von diesem Buch hier. Wo er einfach schreit, Lisa, you're tearing me apart. Hier, Blanche, Doppelpunkt. Rub-a-dub-dub. Three men in a tub, in such a filthy tub. Didn't you stay at a hotel called the Flamingo? Flamingo? No. Tarantula was the name of it. I stayed at a hotel called the Tarantula. Ich mach die Seite auf, mir steht Rub-a-dub-dub, three men in a tub. Es klingt wie Rick and Morty. Rub-a-dub-dub. Ich habe Tickets für Ghibli-Museum bekommen. Warum wünschst du mir denn dann Pech und wirst automatisch gebannt? Was ist dein Lieblings-Shiny? Oh, so eine gute Frage. Oh, so eine gute Frage. Aber du bist der Erste, der mir diese Frage stellt, oder die erste Person, die mir diese Frage stellt, und ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es gibt zu viele. Maori Racing. Du bist ein Anoritas Weiterentwicklung. Armaldo, genau. Ich glaube, du hast heute einige Leute zum Lesen animiert. Oh, all quiet on the Potomac now. She ran downstairs and went back in three with him. Sure she did. I'm terrified. Hattest du schon. Glorgeschwarz, ja. Husky, du bist ein Wablu. Schwabbel, double Wablu. Busen. Du bist flauschig. Soll mal ein Lied kommen, das ich mag? Ach, das ist das. Das ist Bonnie M., ne? Ja, Bonnie M. Wusstet ihr, der Bonnie M. groß gemacht hat, hat auch Milli Vanilli groß gemacht. Nur, dass Milli Vanilli dann den Skandal hatte, dass alles Playback war. Das macht die Frage auf, ob nicht Bonnie M. auch alles Playback war. Heute reden wir über sehr alte Themen. Wer weiß überhaupt, was Milli Vanilli ist? Ja, ich habe auch gerne mal Vanille bestellt beim Eisladen. Hat nicht sogar Ralf Siegel, Milli Vanilli groß gemacht? Dieser Ralf Siegel, Frank Farian, was? Heißt Bonnie M. Frank Farian? Die haben auch RNG-Manipulation gemacht. Ich wollte mir auch den Film anschauen. Es gibt einen Milli Vanilli-Film? Seit kurzem ein Kinofilm? Was?
Der eine Songtext von Milli Vanilli steht, von Boney M. steht 1:1 in der Bibel. Copyright Claw. Ein Kinofilm. Aber ein deutscher dann. Aber hat Ralf Siegel den nicht groß gemacht? War das nicht das, dass Ralf Siegel so krass war? Oder Dieter Bohlen. Der war's. Mit Erlaubnis vom letzten Mitglied. Frank Farian war das? Okay. Klingt wie Farin Urlaub. Also Frank Farian vom Namen her. Mit Matthias Schweighöfer als Frank Farian. Okay. Was geht's in dem Film? Ich meine, es gibt ja viele solche Filme inzwischen. Hier, wie heißt er? Queen hat einen Film gekriegt. Und wie heißt Rocketman? Rocketman, Elton John hat einen Film gekriegt. Warum nicht Milli Vanilli? Da geht es darum, dass sie nicht singen können. Und dann wird Playback erfunden. Dann sind alle entzürnt, als ein Tontechniker es verkackt und nicht auf Playback drückt. Oder ich glaube, die Mikros aus Versehen von ihnen angemacht hat. Warum habe ich keinen... Elvis hat auch einen gekriegt, genau. Warum habe ich keinen gekriegt? Ja, ne? The Tale of Maori. Warum startest du das jedes Mal neu? Weil wir Shiny hunten. Was soll ich sonst damit machen? Ist fangen? Ich hab genug davon. Wir Shiny hunten. Girl, you know it's true. Wie ist eigentlich Milli Vanilli? Welches Lied ist von Milli Vanilli? Wie schreibt man überhaupt? Milli Vanilli. Die nehmen irgendwie immer Titel von den berühmtesten Songs von denen. Bohemian Rhapsody hieß der Film von Ding, Rocketman hieß der Film von Elton John. Das ist Milli Vanilli? Das klingt ja schon Autotune irgendwie. Irgendwie kenne ich das Lied, aber irgendwie auch nicht. Das ist doch ein Remix. Das muss doch ein Remix sein. Okay, okay, okay. Das Oli P. hat das gecovert? Weiß nicht. Dafür braucht man Playback. Es klingt gar nicht so anspruchsvoll. Es klingt auch echt langweilig. Wie ist das? Das war alles voll Kacke. Es hört sich voll Kacke alles an und schief und alles. Jetzt wieder super für die Leute, die den Bot nachschauen. Ihr habt keine Ahnung, was wir anhören. Er steht oben. Blame it on the rain.
verkacke. Was verkacke. Wir hören jetzt was Gutes. Wir hören jetzt. Pass auf, wir hören jetzt. Wie hieß die nochmal? Echt. Echt. Oh, sag mal, die, die schon mein Video gesehen haben, was morgen rauskommt, wie fandet ihr den Witz? Wie fandet ihr den Witz mit Seed? Komm schon. Sagt, ihr habt gelacht. Ich musste so lachen, als mir die Idee kam. Weil ich sag mehrmals im Video Seed. Und dann musste ich einfach diesen Ausschnitt reinpacken. Seed. Und das ist unser Gebiet. Ich fand das sehr lustig. Ich hatte Angst, dass ich deswegen Copyright kriege, aber nee. Ich finde, diese drei Lieder da sind echt geil von denen. Ist einfach guter deutscher Song, Sing-Along, Songwriter-Ding. 33 Millionen Aufrufe. Ist das jetzt eigentlich viel? Nee, ne? Ich glaube, den Refrain schreibe ich unter dein RNG-Video. Denn du trägst keine Liebe in dir. Dann mach doch wenigstens, sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der von deinem Deoxys heruntertropft? Als nächstes hören wir Culture Candela. Frank Farian ist dieses Jahr am 23. Januar gestorben. Also der Typ, der Milli Vanilli entdeckt hat. Und Bonnie M., glaube ich, eben auch. Streamst du morgen auch? Nein. Morgen früh um 8 bin ich am Flughafen und flieg nach Barcelona. Und jetzt das da. Schade, ich find's cool. Bis Sonntag bin ich da. Hat eigentlich in den 90ern jemand anders außer echt Musik gemacht? Nee, es gab nur diese drei Lieder.
Übrigens ist das Albumcover ist Fetenhits, die Deutsche. Heißt das Album so oder ist es Fetenhits, die Deutsche? Geil. Die Fetenhits. Jetzt hören wir Seed. Silbermond gibt's auch immer noch. Stimmt, Juli gab's. Juli und Silbermond und. Aber Silbermond ist gar nicht so alt. Echt ist älter als Silbermond. Juli gab's. Und Sascha. Also die Backbeats, was auch immer, die waren cool tatsächlich. Dieses Side-Projekt von dem, dieses Backbeats, die waren cool. Dick Brave and the Backbeats. Irgendwie so, das war cool. Nena. Alexander Klavs. Wer war das denn nochmal? Klavs. Was war das nochmal? Ach, der da. Ja, der da. Der mal gegriffen hat in die Luft. Naja, Alexander Klavs und hier Daniel Kübelberg. War doch die erste Staffel. Alexander Klavs ist erfolgreicher Musical-Darsteller? Warum nicht? Ja, Mambo Number 5. Der Typ ist sogar Münchner. Nicht nur Deutsch, noch viel besser, der ist Münchner. Ja, das weiß man eben bei Bonnie M. und Milli Vanilli auch nicht. Oft. Der Gurken-Daniel. Urmünchner. Hast jetzt kein Geld mehr für Spirit, Big Link. Alexander Klavs spielt Tarzan. Und das ist unser Gebiet. Link, du bist eine kleine Geisterlampe. Wir sind bei 1441, eigentlich eine coole Zahl. Ich dachte, man muss das Dreigerätsel immer von neu machen, nur in Smaragd. Denn in Smaragd sind die Shiny Frames immer die gleichen. Das erkläre ich im morgigen Video um 14 Uhr. Aber in allen anderen Spielen werden Shiny Frames immer neu generiert. Deswegen musst du nicht flüchten. Anne, du bist ein Likitang. Nee, wie heißt es? Schluppuck? Nee. Schluppuck? Nee. Schluckweg? Nee. Schluppuck? Nee. Schlurp? Schluppuck? Warum habe ich das Spiel resettet?
Schlurpleck, genau. Nicht Schluckweg. Schlurpleck. Was ist SDP? Super Duper Porno. Warum sieht eigentlich der Hinterkopf von meinem Charakter aus, als ob er ein Gesicht drauf hätte? Hast du mal gesehen? Und zwei Augen einfach. Und einen Mund. Kann ich eigentlich A durchspammen? Nein, ich muss... Ah doch, okay, könnte ich. Hier, sieht es nicht so aus, so mit Augenbrauen auch? Als ob ich... Als ob ich meine Tasche auf dem Bauch hätte. Und ich hätte die Cappy falsch rum auf. Und dann sind die zwei hellen Punkte sind Augen und darüber sind Augenbrauen. So sieht das aus. SDP ist eine Band. Heißt die SDP? Ist das keine Abkürzung für etwas? Einfach SDP. Okay. So wie Tower of Power. Oder die bekannteste und unbekannteste Band der Welt. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich in Barcelona vom Flughafen zum Hotel komme. Ich glaube, ich nehme einfach ein Uber. Taxi. Ja. Wenn dann Uber, weil man als Ausländer sonst vielleicht beschissen wird. Was man auf diesen bei Uber und so nicht wird. Stone Death Production. Der Wind treibt mich. Ich mache einfach meine Segel auf. Ding. Und ich muss noch packen. Deswegen, wir hören bald auf. Wir sind bei 1444. Machen noch auf 1500. Yeah. Hallo Gehek. Das Lied kenne ich sogar. Die davor kanntest du nicht? Das Lied Eine Leiche kennst du, oder? Nee. Das ist die Band Samen, genau. Findest du es cool, wenn man Shiny Koraidon Miraidon fangen könnte? Ich weiß nicht, auf was ich auf sowas antworten soll. Nein. Aus Trotz sage ich jetzt nein. Doch, natürlich wäre das schön. Augenblinken? Ja, Augenblinken gibt's.
Ich merke jetzt schon, wir driften in die Musik ab und am Ende zeige ich euch wieder meine ganzen Lieblings-Death-Metal-Bands und alle, ich verscheuche alle. Aber falls ihr Pearl Jam-Fans seid, falls ihr Pearl Jam mögt, die gehen bald auf Tour. Was sehr selten ist. Und Rosa ist extra dem Fanclub beigetreten von Pearl Jam, um jetzt die Situation auszunutzen und früher Karten zu kriegen. Also gehen wir dieses Jahr zu Pearl Jam. Sag mir nix. Was hörst du denn so, Husky? Schnie, schna, schnappi, schnappi, schnappi. Sorry. Ghibli Museum. Nice. Ich war da. Und wird dir bestimmt gefallen. Evenflo. Aber wie hast du die Karten vom Ghibli Museum gekriegt? Eigentlich hat Japan Achso, du warst halt verdammt früh dran wahrscheinlich, oder? Weil wir haben so ein Hintertürchen benutzt, um die zu kriegen. Und selbst dieses Hintertürchen wurde jetzt zugemacht von Japan. Pearl Jam ist quasi Nirvana-Zeit. Nur dass Pearl Jam es immer noch gibt. Einfach die Zeit, in der der Grunge erfunden wurde und es war so Audioslave, Pearl Jam und Nirvana. Das sind so, glaube ich, die drei großen aus der Zeit. Audioslave, Pearl Jam, Nirvana. Oder Audioslave hieß die Band, die daraus wurde, die davor hieß doch, Audio. Nee, hieß die Audioslave? Doch, ich glaube schon. Stone Temple Pilots, genau, Soundgarden meine ich. Soundgarden. Nicht Audioslave. Ist der gleiche Typ, aber Soundgarden war es damals. War um 1 Uhr am 10. ready und habe es mit 8 Geräten versucht und hatte 3 gute Slots in der Warteschleife. Wow. Wir haben es um einen Tag verpasst. Wir haben Tickets geholt und haben dann festgestellt, dass das anscheinend so krass schwer ist. Und wir waren schon einen Monat davor am Gucken. Aber es war dann anscheinend, haben wir dann rausgefunden, dass wir einen Tag zu spät waren, als die Slots aufmachen. Und dann haben wir halt so einen Trick benutzt. Aber dieser Trick wurde jetzt anscheinend abgeschafft. Aber freu dich drauf. Aber wo ich eigentlich lieber hingegangen wäre, wäre Ghibli Park. Nicht das Museum, sondern der Park. Aber der ist in einer ganz anderen Stadt. Wie viele Nieren muss man für Pearl Jam Tickets verkaufen? Ich weiß es noch nicht. Sie hat sich jetzt nur dafür anmelden können. Sie konnte sie noch nicht kaufen. Du musst dich quasi dann als... Das ist irgendwie komisch, keine Ahnung. Aber ich glaube 200 Euro hat sie jetzt irgendwas gesagt. Was ist deine liebste Generation? An Pilon, diese Fragen, hast du es nicht gemerkt inzwischen? Diese Fragen, ich kann diese Fragen dir nicht beantworten, weil ich sie super langweilig und doof finde. Ich habe keine Lieblings-Gen. Alles ist Schrott. Ich mache es nur, um Geld zu verdienen. Geld ist, im Pokémon ist eine Geldgrube. Jeder, der Pokémon spielt, macht es nur wegen des Geldes. Aber ja, Gen 7 ist die beste Gen. Natürlich. Ich glaube, es waren 250 Euro oder sowas für gute Plätze. Aber wie gesagt, sie konnte sie noch nicht kaufen.
Wir schwenken langsam zum Metal um. Ganz langsam. Es fängt seicht an. Ich habe Gen 7 ehrlich gesagt noch nie gespielt. Ich werde Gen 7 das erste Mal hier mit euch spielen, wenn wir da angelangt sind. Die teuersten Tickets, die ich für eine Band ausgegeben habe, 80 Euro. Ja, ich habe für My Chemical Romance 400 Euro gezahlt. Aber für zwei Tickets, also 200 Euro pro Ticket. Aber es war auch nur so teuer, weil erstens ist es My Chemical Romance. Und weil ich die Tickets nicht gekriegt habe und dann musste ich anderweitig die Tickets besorgen und das ist ja dann immer krass teuer. Aber 80 Euro ist viel für ein Ticket, klar. Ich glaube, es war auch, wobei ich habe auch schon 100 Euro gezahlt, glaube ich, für Slipknot oder sowas habe ich mal 100 gezahlt. Es gibt schon teure. Aber sonst war auch meistens so ein Metal-Konzert sind 40, 50 Euro. My Chemical Romance hätte ich auch so viel gezahlt. Ich meine, ich habe nur so viel gezahlt, weil ich halt das zu spät gesehen habe oder keine gekriegt habe und dann, also mir sind sie noch nicht mal so wichtig. Es war halt ein Geschenk an Rosa. Und es war auch mega cool. Vor allem, es war hier an einer coolen Location. Hier gibt es manchmal Konzerte in Parks. Das war quasi wie so ein Open-Air-Festival, nur halt, dass die einzige Band war My Chemical Romance. Es war wirklich mit so Ständen zum Essen, halt in einem riesigen Park und dann war da die Bühne und es ging so bergauf. Es war sehr cool. Und dann haben die auch echt lang gespielt. Der war super lustig. Aber ich weiß nicht, wie viel die normal gekostet hätten, aber dann auf hier Kack. Wie heißen die Seiten? Envado? Nee, wie heißen die? Diese Kackseiten da, musst du halt dann das Dreifache zahlen oder das Doppelte zahlen. Weil diese dummen Scalper dann die Tickets wegkaufen. Was ist das für ein Songtitel? Das, was wir gerade hören. Achso, du meinst, warum das so komisch aussieht? Keine Ahnung. Es hat bestimmt was zu bedeuten. War auf einem Konzert für 150. Und was war das? Die billigsten Konzerttickets waren sicher immer Festivaltickets. Auf die Band runtergerechnet sind die dann sehr günstig. 50 Cent! Ja, das sind ein paar 50er, die man da zahlen muss, ne? Was hört denn jetzt die Husky? Der Husky. Hund. Ich weiß, es gibt viele Leute, die einfach nur Musik hören, wie es halt so kommt, ne? Was für mich so unerklärlich ist, weil Musik ist, finde ich, so ein riesiger Teil des Lebens. Und auch ein riesiger Teil von Identität. Für mich zumindest und für so gut wie alle, die ich kenne. So Musik beschreibt einfach Menschen, kann Menschen beschreiben. Aber es gibt auch wirklich Leute, die einfach keinen Geschmack haben. Nein, nicht keinen Geschmack haben, aber halt keinen Geschmack haben. Halt keinen spezifischen Musikgeschmack haben. Da trödelt die Musik rein, wie sie rein trödelt. Trottelt, trödelt. Es gibt einfach Leute, die Powerwolf hören, genau, die halt keinen Geschmack haben. So wie der Marco. Schlager. Genau, sag ich ja. Powerwolf. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Musik machen würde, wenn Stille ist. Weil bei mir ist nie Stille. Bei mir ist nur Stille, wenn ich versuche einzuschlafen. Und selbst dann ist nicht Stille, weil mein Kopf 1000 Songs gleichzeitig abspielt. Nichts gegen Schlager. Dino, erzähl uns mehr. Dino steht bei
Wir fangen gar keine Schlagersänger ein. Billy steht bei Florian Silbereisen in der ersten Reihe. Flori! Flori! Spiel meinen Song, Flori! Metal, Rock, Pop, Schlager ist gar nicht meins. Pop? Aber Pop ist alles. Was ist Pop? Okay, wir können schon mal eingrenzen. Metal, Rock, Pop und Schlager ist gar nicht so deins. Pop ist halt ein Problem, weil Pop ist alles, was populär ist. Also, was wäre denn dann so deins? Ich will dich doch nur durchschauen. Bei Helene Fischer fliegt der Schlüpper, der Dino-Schlüpper mit den kleinen Triceratops drauf. Du hörst Podcast beim Einpennen, ja. Das mache ich auch manchmal, wenn ich wirklich verzweifelt bin. Manche Lieder sind ziemlich versaut. Bei Schlager? Ja. Glaube ich. Jedes zweite Schlagerlied geht nur um Liebe oder Bumsen. Und deswegen magst du Schlager so gern. Ich finde Schlager ist heute, also richtig, also ich würde auch Schlager, ich würde sowas wie Helene Fischer würde ich nicht mal Schlager nennen. Das ist einfach Popmusik heutzutage. Da ist so viel Elektro im Hintergrund und was nicht alles. Schlager ist für mich wirklich dieses alte Schlagerstadel da, wo die da standen und dann haben die zu Gitarren und keine Ahnung, was waren das eigentlich für da standen nie irgendwelche Instrumente auf der Bühne, da stand immer nur eine alte Person, die gesungen hat, da waren nie Instrumente, wo kamen die Instrumente her? Hallo Pain.net, hallo. Hi. Aber heute ist ja Schlager voll mit Elektro und sowas. Das ist eigentlich nichts anderes als Pop. Aber damals war Schlager halt wirklich dieses Schunkeln und keine Ahnung, halt Schlager. Den es bestimmt auch immer noch so gibt auch. Howard Carpendale. Genau. Haben eine Freundin, die steht auch total auf Schlager. Zum Feiern ist das auch nicht schlecht. Also privat würde ich das jetzt nicht hören. Deswegen, ich würde nicht... Sagt Helene Fischer von sich selber, dass sie Schlagermusik macht? Eben, Ballermann-Musik ist da... Ja, Ballermann-Musik ist auch Schlager. Ich finde, Ballermann ist kein Schlager. Schlager ist wirklich dieses... Dieses alte... Halt hin und her schunkeln zu schönen, nachsingbaren Texten. Und Ballermann-Musik ist heutzutage auch einfach nur Pop-Elektro. Egal. Ich kenne ehrlich gesagt nichts davon mehr. Bin da komplett disconnected. Und dann die Hände zum Himmel. Genau, das ist Schlager. Das sind all die Hits, die man auf der Wiesen, auf der Bank singt und schunkelt. Das ist Schlager. Marmor, Stein und Eisen bricht. Wenn ich anfange, Schlager mitzusingen, weiß ich immer, ich sollte auf Wasser umsteigen. Hm.
Yellow Flash. Dankeschön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Griechischer Wein. Ja, das ist Schlager. Über den Wolken. Ja, sehr gut. Steh auf. Okay. But I'm gonna end stream soon. Kommt drauf an, was kommt zuerst? Die 1500 oder die halbe Stunde? Ich dachte, dass ich eigentlich 50 schnell habe, aber ich reset auch viel zu langsam. Ich muss noch voll viel im Kühlschrank leer essen, dass das über das Wochenende nicht schlecht wird. Also immer, eigentlich, ich bin nur 4 Tage weg, aber in meinem Kopf ist es so, keine Ahnung, ich würde am liebsten die Sicherung rausmachen und das Wasser abstellen. Jedes Mal, wenn ich verreise, denke ich mir, oh ja, ich muss das alles hier ausstellen und das, das vorbereiten und das auf jeden Fall. Dabei sind es aber nur 4 Tage. Ich würde das Zeug auch in den 4 Tagen nicht essen und dann wäre es immer noch nicht schlecht. Aber verreisen heißt immer, es muss alles in Ordnung sein. Es wurde auch mal wissenschaftlich erwiesen, dass das Gehör sich im Laufe des Lebens verändert und sich auch der Musikgeschmack ändern kann. Natürlich kann sich der Musikgeschmack ändern. Ich weiß nicht, ob das unbedingt am Gehör liegt. Aber das ist doch dieses typische Mom, it's not just a face. Mit wem fliegst du weg? Meine Partnerin ist schon in Barcelona arbeiten und ich fliege hinterher. Morgen. Sie ist schon seit 2 Tagen da. Sicher, ich habe früher kein Metal gehört. Hey, hast du nicht vorhin gesagt, du hörst kein Metal oder sowas? Was haben doch unsere Eltern immer gesagt? Das ist doch nur eine Phase mit der schwarzen Schminke und den langen Haaren. No, Mom, it's not a face. Du hast gesagt, Schlager nicht so sehr. Dann hast du gesagt, Metal, Rock, Pop, Schlager ist gar nicht meins. Achso, das war ein... Du magst Metal, Rock und Pop und Schlager ist nicht so deins. Ah... Ein Punkt. Okay, dann herzlich willkommen. Ich mag dich wieder. Klar ändert sich der Musikgeschmack. Ich höre auch inzwischen viel mehr so... Ich habe früher immer so ältere Musik, was wir hier oft hören, so 80er, 70er Rock und sowas, habe ich früher nie gehört, weil ich, keine Ahnung, ich fand die Qualität einfach so schlecht von der Musik, wie die aufgenommen wurde und sowas. Mir hat der Bums da immer gefehlt. Und heute liebe ich das einfach, weil es einfach so, keine Ahnung, so echt ist und so pur einfach von damals.
Ohne irgendwie, da wurde wirklich einfach so Musik geschrieben und gemacht mit Instrumenten und heute ist alles so ein bisschen verfälscht durch Computersachen. Was auch geil ist. Aber einfach anders. Aber ich kann jetzt auch irgendwie mehr wertschätzen, so 70er und 80er. Du magst pur. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Das habe ich geliebt damals, das Lied. Du Annie-Nudel, du bist ein Flemli. Avenged Sevenfold habe ich live gesehen. Die sind mega. Das Beste ist Nightmare. Nee, nicht Nightmare. Doch, nein. Eins von denen. Toll, jetzt muss ich auf die Toilette, weil ich stehen muss. Was mal auf Red Hot Chili Peppers? Die neue Tour, haben sie die Preise verdoppelt? Uff. Das kostet auch da, also wenn es verdoppelt, dann kostet das sicher 100 Euro. Nightmare ist gut, aber ich meine das andere. Ich meine dieses Buried, ich glaube, dieses, was so langsam anfängt und dann wird es so richtig geil. Ich glaube, Buried Alive. Ich glaube, ja, Buried Alive. Das ist so geil. Das war das beste Album, finde ich. 90 bis 100. Ey, ey, ey. Ich bin zurzeit total, also seit dem letzten Summer Breeze bin ich auf zwei oder drei Bands so krass eingeschossen. Zwei davon waren eben auf dem Summer Breeze und ich bereue es so, dass ich sie da nicht gesehen habe. Aber ich habe sie da halt kennengelernt, weil sie in der Liste standen und dann habe ich sie von Weitem gehört. Und von Weitem fand ich die so abnormal geil, dass ich dann später nachgeschaut habe, wer die sind und wie die klingen und jetzt höre ich die so krass. Und es ist so schwer, diese Musik zu beschreiben. Aber es ist einfach, keine Ahnung, so einfach. Also sie heißen, die eine heißt Amenra, das ist eine belgische Band, Amenra. Und keine Ahnung, das ist einfach so Musik, die nur gemacht ist. Man merkt einfach, dass die Musik, keine Ahnung, aus das pure Gefühl ist von dem Sänger. So. Also es ist alles gemacht. Oh, jetzt hören wir aber gerade Knocked Loose, das ist ein bisschen hart. A Little Piece of Heaven? Nein, was ist das? Du hast 8,2000 Encounter gebraucht. Ja, es ist ja perfekt auf Schnitt, Link. Was hören wir jetzt? Weiß nicht. Phil Collins, okay. Es ist einfach so, der schreit sich so die Seele aus dem Leib bei Amenra und du merkst einfach, wie er das macht, um alles rauszulassen. Und es ist so mystische Musik einfach. Ich will nicht sagen Psychedelic, weil Psychedelic ist was anderes, aber es ist so unglaublich mystische Musik, wo du hingehst, um quasi zuzuschauen, wie Kunst gemacht wird. So, es ist so Kunst, einfach, du schaust Künstlern wirklich zu. Es ist nicht eine Show, doch, es ist eine Show, aber es ist wie so eine Kunstshow, so eine. Wie so, wie, als ob du ins Museum gehst, um Musik zu hören. Und das ist Amenra. Und die andere ist Loath. Die sind auch ein bisschen so. Und die andere ist, wie heißt der Stamm von Aragorn aus Herr der Ringe? Die Mandalorians. Die Nominorians? Es gibt eine Band, die so heißt. Numenorians, glaube ich, genau. Numenorians? Numenorian. Ich habe früher sogar Emo-Musik gehört. Klar. Bullet for my Valentine. Wie hießen die einen? Atreyu. Atreyu, ja.
Papa Roach ist auch Emo. Blink 182 ist auch Emo. My Chemical Romance, genau. Alesana kenne ich gar nicht. Powerwolf und? Stimmt, die waren ja sogar da. Was standest du? Erste Reihe. Ja, Blut, Wein. Hallo, Inceleration. Ach, Knocked Loose erstmal Phil Collins. Du mochtest Knocked Loose, ne? Als ich gesagt habe, du musst da unbedingt hingehen. Ich weiß, ich habe ja den, mit denen wir da waren, den zwei habe ich das auch empfohlen. Die haben mich gehasst danach. Die haben gesagt, das war so scheiße. Ich werde nie, das, ich habe wirklich meine Influencer-Rolle verloren bei den beiden. Weil die werden jetzt immer sagen, ey, du hast mir Knocked Loose empfohlen. Ich werde nie wieder etwas folgen, was du empfiehlst. Nee, ich fand's schon cool, nur nach einer halben Stunde wird's halt ein bisschen viel, wenn er die ganze Zeit so schreit. Da ist halt null Tonalität in seiner Stimme. Es ist die ganze Zeit der gleiche Ton. Nach einer Stunde war ich dann auch so, okay, we get it, du bist böse, wir verstehen's, du bist ein bisschen wütend. Aber ich lieb die. Ich höre die auch regelmäßig. Wie ist das Lied mit dem Affen im Video? Song about... Nee. Bloodhound Gang. Hey, wie hieß das? The Bad Touch, genau. Ist immer schwierig, wenn der Name nicht im Lied vorkommt. Bloodhound Gang war ja sogar noch mal krasser wegen, oder was war auch cool, wegen Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo. Das da. Ballad of JC Lane, ja. Die war auch gut. Der Typ, der Evil Jared heißt er, hieß er doch, glaube ich, der war doch immer bei irgendwie TV Total und bei Galileo und was nicht alles. Der lebt ja immer noch, ich glaube sogar in Berlin und macht immer noch so halt Stunts und so Zeug. Eigentlich voll lustig, dass der durch die Band einfach Deutschland für sich entdeckt hat. Joko und Klaas auch? Also der macht was mit Joko und Klaas, meint ihr? Kilo. Duell um die Welt? Okay. Der hat auf das Publikum gepinselt. Ja, der hat immer die ekligen Sachen gemacht in der Band. Der war auch bei Arctic Warrior dabei? Okay. Hat er nicht auf Kommando kotzen können im TV? Ja, ich glaube auch. Sein Lebenslauf muss geil aussehen. Arctic Jared. Hat sich auf Konzerte aber nackig gemacht. Aber da kann dein Schlager nix. Das wünschen sich die Leute, dass der Flori da vorne nackig steht und seine Songs singt. Singt der Flori überhaupt noch? Oder präsentet der nur noch?
Von denen ist übrigens auch, ich weiß nicht, aber von denen der Ursprung ist. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need to motherfucker burn. Ist nicht, oder ist es von denen auch nur ein Cover? Von denen ist doch The Roof is on Fire, oder? Ah, wahrscheinlich ist es auch ein Cover. We don't need no water, let that motherfucker burn. Genau. War das von denen ursprünglich? Ist ein Cover, eben. Sonst wäre das doch viel bekannter von denen. Wer ist Chasey Lane eigentlich? Das solltet ihr mal googeln. Ich google das hier nicht. Nee. Ich google das später. Wenn alle Lichter aus sind und alle Kameras aus sind. Du hast zurzeit Killswitch Engage. Bestes Lied ist das Cover von Dio, Holy Diver. Holy Diver. Das ist das Beste von denen. Aber die haben auch andere, viele gute. Ja. Die waren auch auf Summer Breeze. Soll ich sagen? Du sollst gar nichts sagen. Schmuddelfilmdarstellerin. Du meinst so wie diese wilde Gina? Moment mal. Die wilde Gina. Die Gina Wild. Gott, was ist eigentlich aus Gina Wild geworden? Mann, Michaela Schaffrath hieß sie, ne? Michaela Schaffrath. Ah, das ist er. Aber die hat jetzt ein Unternehmen. Ein leichtes Mädchen. Sean Evans, eine Schmuddelfilmdarstellerin, datet. Oh! Sean Evans, wirklich? Aber wen? Bis wann streamst du noch? Bis da unten steht 1500. I'm like Han Solo, always stroking my own Wookie. Nice. Ich habe niemals auf diese Texte gehört. Melissa Straton? Weiß ich nicht. Literarisches Gold. Okay. Ich weiß, Blatter und Gang hat schon die perfekten Texte, aber vielleicht finden wir ja noch was bei Nathan der Weise. Bei allen Rechten, allen Lehren schützen, die wir zu unseren allerheiligsten Religionen nur immer rechnen dürfen. Gottlob, wir haben das Original.
Wir haben seine Hand, sein Siegel. Wir. Hat nichts gebracht. Was kommt bei Folge... Oh, Alien Ant Farm. Guano Apes. Oh, war nicht dieses eine das da? Kennt ihr noch Guano Apes? Mit Sandra Nasic? Nee, kenne ich nicht, Happens. Open your eyes. Guano Apes waren für mich immer No Doubt auf Deutsch irgendwie, oder? Na klar, so rein offensichtlich, so sie, Frontsängerin, blond, Gwen Stefani auch, aber auch halt so Rock, schreit ein bisschen, Gesang, Schrei, ist schon ein bisschen punkig auch. Das sind schon ähnlich. Es war auch der gleiche Zeitraum, glaube ich, wo sie groß waren. Ein bisschen härter als No Doubt. Ich glaube, wir unterschätzen No Doubt, weil wir es heute mit Gwen Stefani irgendwie kombinieren. Aber No Doubt war schon rockig. War schon härter. Don't speak. Okay, vielleicht nicht das. I'm just a girl. Okay, ist vielleicht doch nicht so. Ja, No Doubt war eher punkig. Was war das? Ach ja. Ja, No Doubt war eher so wie Avril Lavigne. Ja. Aber No Doubt war weit vor Avril Lavigne. Würde das nicht mit Gwen Stefani vergleichen? Ich vergleiche es nicht mit Gwen Stefani, ich vergleiche es mit No Doubt. Das ist so ein Lied, was ich echt früher, glaube ich, was echt durch die Decke ging. Und ich habe das auch früher echt oft gehört. Aber es ist so ein Lied, was ich komplett vergessen habe, dass es existiert. Man sieht allein anhand von den Vorschlägen, was No Doubt ist. Vorgeschlagen wird Alanis Morissette. Und Sheryl Crow. Und Dido. Und Nelly Furtado. Oh, lass uns Bird hören. I'm like a bird. Weißt du, was das für ein Lied in dem Clip war? Das da, das Eskimo Callboy. Schreckliches Lied. Eskimo Callboy und ich glaube, das war das mit Sido. Aber wahrscheinlich haben sie es geändert und es heißt jetzt Electric Callboy und Sido. Gehst du nächste Woche? Viel Spaß, Party. Waren die nicht auch? Haben wir die nicht auch gesehen auf Summer Breeze? Ich habe sie das Jahr davor, glaube ich. Ja, ist halt Party. Ja, ist ein Electric Callboy. Ja, ich hab nur Eskimo gesagt, weil das sie früher so hießen. Und anscheinend ist auch Eskimo kein schlimmer Begriff mehr. Es hat sich jetzt auch wieder geändert, anscheinend.
Ich glaube, ich sehe sie so zum vierten Mal. Nee, ich habe die einmal gesehen, das passt. Das ist nichts, was ich unbedingt live sehen muss. Aber eigentlich, ja, ist halt Party. Ich überleg gerade, so wie JBO. JBO hatte ich auch nicht gedacht, dass es so ist, die live anzuschauen, weil es war einfach wirklich, keiner hat wirklich der Musik zugehört, es war einfach nur Party. Es war wie, als ob du im Club stehst und halt im Hintergrund Musik läuft. So hatte ich das Gefühl bei Eskimo Callboy auch. Die hätten gewonnen, die hätten safe gewonnen. Was heißt safe? Aber die hätten den ESC echt definitiv höher, als wir geworden sind. War nicht radiotauglich, ja, ja, aber dann hier, wie hießen die jetzt angetreten sind? Unheil? Nee. Ich meine nicht, dass sie schlecht sind, aber die sind genauso radiountauglich wie Eskimo Callboy, Electric Callboy. Lord of the Lost, genau. Als ob die radiotauglicher sind als Electric Callboy. Du musst doch nur einmal kurz gucken, was die Views auf Spotify oder was die Listens auf Spotify sind und siehst sofort, dass Electric Callboy so viel mehr Chancen hätte. Die haben schon Lost im Namen. Ja, ich finde die gar nicht so blöd. Aber wer ist dieses Jahr im Rennen? Wer soll dieses Jahr? Irgendwie, irgendwas war da. Irgendwer war vorgeschlagen, der, glaube ich, gar keine schlechte Chance hätte. Was war denn das? Kannst du aus Irland für die anrufen? Yay. Das geht inzwischen per App. Ich weiß das alles, weil Rosa so krasser Fan ist. Und Rosa ist ja wieder beim ESC vor Ort dieses Mal. In Schweden, Norwegen, glaube ich. Schweden? Die ist ja wieder vor Ort. Das macht man alles mit App. Die haben inzwischen eine App und eine Website und da kann man dann abstimmen. Und wenn man anrufen will, zahlt man Geld. Florian Silbereisen ist nominiert für den ESC. Ich meine, wir haben damals zum ersten Mal gewonnen mit hier Friede, Freude, Eierkuchen. Wie hieß es? Frieden ist für alle da. Wie hieß es? Moment, das war was anderes. Das war Apokalyptische Reiter? Nee, Moment mal. So, und jetzt machen wir Rausschmeißmusik. Wobei, nicht Rausschmeißmusik. Aber wie wär's mit... Ist es? Von Stefan Raab, aber ob wir damit gewonnen haben, weiß ich nicht. Nee, nee, was heißt nicht das allererste Mal, dass wir gewonnen haben, war ein bisschen Frieden. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Die. Damit hat Deutschland den ESC gewonnen vor 50 Jahren? Nee, nicht so lange her. 30 Jahren? 35 Jahren? Weiß nicht. Deswegen, das war halt Schlager. Und damit haben wir gewonnen. Deswegen denken die sich, die wahrscheinlich da an der Jury sitzen, ja, das machen wir nochmal. mal. 50 Jahre ist gar nicht so falsch. Ich muss da doch schon gelebt haben. Nee? Wie hieß sie? Ja, wie hieß die? Ein bisschen Frieden, ein bisschen... Die hatte so einen typischen deutschen Namen, einfach Vor- und Nachname. So Gundula Gause, halt so ein Name einfach. Was, wie hieß die? Gisela, Nicole, nur Nicole? Okay, einfach nur Nicole. Nur Nicole, okay, nur Nicole. Ein bisschen Frieden. Schlager ist eine sichere Nummer? Nein! 1982 war das. Okay, schau. Doch 40 Jahre. So, noch zwei. Noch zwei. Ich weiß, wir haben gerade Rausschmeißmusik. Aber das gehört so.
Dankeschön, Annie Nudel, für 20 Monate. Dankeschön. Danke, danke, danke. So, und das 1500. Deoxys ist... Normal. Schlager ist für Deutschland bekannt. Ja, aber eben. Das liegt aber daran, dass nur in Deutschland hören Leute Schlager. Sag mir irgendeinen Schlagerartist, der außerhalb von Deutschland bekannt ist. Und Österreich und Schweiz vielleicht. Als ob die jetzt in Spanien so, ja, wie heißt er? Der Bett im Kornfeld ist wieder da. Mickey Krause. Let's go, Mickey Krause, komm. So in Amerika. Mickey Krause. Nein. No one cares. Ich meine, Nicole war damals einfach klar, geil, krass, wie sie gesungen hat und alles und die Botschaft vom Text wahrscheinlich, die keiner verstanden hat. Aber das hat sich doch heute alles geändert. Heute musst du ganz anders performen. Heute gewinnt sowas so jemand wie Lordi. Alright, meine lieben Leute, vielen Dank fürs Dasein. Hiermit ist der Stream zu Ende. Wir haben 1500 Resets. Ich bin morgen und übermorgen nicht da, weil ich morgen früh nach Barcelona fliege. Einfach mal so. Und wir sehen uns am Montag wieder. Ich werde Shiny hunten im Flugzeug und was nicht alles. Deoxys Shiny hunten. Ihr kriegt wieder ein wunderschönes Bild, wenn was kommen sollte. Aber... ja, das war's. Morgen kommt um 14 Uhr oder 15 Uhr für euch. Ich weiß es gerade nicht. Auf Patreon ist es schon seit einem Tag. Das Video über die RNG-Manipulation. Würde mich freuen, wie ihr das anschaut und vor allem anderen Leuten empfehlt und teilt und share und subscribe. Und 14 Uhr, woher willst du das wissen? Ich glaube, ich habe 14 Uhr eingestellt, also kommt es 15 Uhr. Da sind die letzten Videos auch gekommen. Das ist kein Grund. Das ist random. Das mache ich, wie ich gerade Bock habe. Danke fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Bis Montag. Tüdelü, tüdelü, tüdelü.